3, 2, 1 und hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Stream Part von Monster Hunter 4 Ultimate. Hat ein bisschen länger gedauert, tut mir leid, ich musste leider erstmal meinen Kabelsalat unten rausfetzen, was hauptsächlich daran dazu geführt hat, dass ich letzten Endes keinen Plan hatte, was wie wohin gehört. Ich habe da unten ganz, ganz viele Kabel. Meine zwei Verlängerungssteckdosenleisten sind voll. Und ich weiß wirklich absolut nicht, was wozu gehört. Und ich musste raten. Und wie es momentan aussieht, habe ich richtig geraten, denn die Facecam funktioniert noch, meine Aufnahme, sorry, funktioniert noch. Und Zaro hat die Versammlungshalle betreten. Für alle, die mich noch nicht geedit haben, ist das hier die Versammlungshallen-ID? Die 66 0567 4678 3759. Passwort, so wie immer, 4321. Und damit tretet bei, meine Jagdgenossen. So, und jetzt kann ich nochmal kurz hier ein paar Einstellungen machen. Aufnahme stoppen, bei Streaming starten reicht ja. Sollte ich jetzt gleich weg sein, habe ich mich vertippt. Wie sagen Sie, kann ich die Aufnahme nicht stoppen? Das heißt, es muss auf meinem. Ich habe keinen Ton. Ich habe gerade keinen Spielton, kann das sein? Ich hatte die ganze Zeit keinen Spielton, kann das sein? Und keiner von euch hat gemeckert? Och Mensch, Leute. Habe ich euch nicht dazu erzogen zu meckern? Also ernsthaft. Hallo Chats, hallo Kongstar. Alles klar. Ja, ich habe gesagt, ich komme gleich wieder. Wie gesagt, ich muss meine Kabel da unten zusammensuchen und habe das nicht wirklich geschafft. So, wie sieht es momentan aus? Wir sind vier Mann. Alles klar, wir haben Zarok dabei, der momentan Dekadeus unterwegs ist. Sehr dekadent, okay. Mit ihrer 970. Chica ist mit dabei, der eine farbig unterlegte Waffe hat. Alles klar, jetzt gewechselt hat. Wunderschön. Und Michael, der auch nochmal wechseln muss. Denn wie gesagt, maximal High Rank noch, solange ich noch High Rank bin. Obwohl wir jetzt erstmal Low Rank Sachen machen. Ist das eine Bushido-Katze? Alles klar. Wie gesagt, nochmal die große Ansage für alle: Wir machen Gormagana. Anders, ihr macht Gormagana und ich suche Killerkäfer. Wir müssen mir irgendwie die Rüstung zusammenfahren. Denkt daran, die Fühler müssen kaputt gemacht werden. Und ob wir das wirklich machen oder nicht, sagt uns gleich das Armdrückgewicht. Ich hoffe, der Stream läuft, ne? Nice, wir sind schon alle da. Wunderbar. Ich versuche ganz kurz das Armdrücken zu gewinnen. Wunderbar, kein Problem, weil bei mir läuft der Stream gerade mal wieder nicht. Das kann natürlich sein, dass ich wieder bloß Probleme habe. Ich habe mal kurz neu gestartet. Live. Sehr schön. Live ist live. Na, 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 na. So, dann machen wir mal kurz weiter. Der erste lag am Boden, Zarok, ohne große Kommentare, ohne großes Gerede, zu Boden geworfen. Und mein meisterhafter, starker Arm haut den nächsten um. Auch Michael hat keine Chance gegen meinen Doppel-M-Arm. Und Darth Plagueis hat auch mal probiert, Fetus Deletus. Wenn du mal wieder abtreiben willst und Magier bist, machst du den perfekten Tauschspruch mit Fötus Deletus, Deletus, whatever. Und das funktioniert wunderbar. Ich muss gerade sagen, bei mir ist es gerade wieder rot geworden. Es kann sein, dass ich im Online-Modus mehr ziehe an Strom, als ich bekomme. Was ungünstig wäre. Weil dann stürzen wir irgendwann in den nächsten 2 Stunden ab. Aber viel länger mache ich nicht. So, dann auf zum nächsten Quest. Wir wollen Gormagana bekommen. Das Blut soll spritzen. Und der muss ja hier irgendwo sein. Und wir brauchen auch noch hier was. Alles klar, die muss ich auch noch nebenbei töten, weil ich ein paar Sachen brauche. Da ist Gormagana. Wunderbar, ich sollte vielleicht noch eine Waffe aufs Gesicht töten lassen. Heißt, die E und die bei diesem wunderbaren. Ist das Drachenältester? Ich glaube ja. Holen wir unsere Giftwaffe raus, unsere Giftstreitaxt, mit der wir schon wunderbar Kämpfe gegen gestritten haben. Und auch ihn ziemlich hart angegiftet haben in manchen Momenten. Aber das ist ja nicht ganz so wichtig in dem Fall. Also, Items brauche ich zudem auch nochmal mein. Ne? Megatränke wären noch ganz nice. Nachdem ich jetzt so grandios gegen den Gypsoras gekämpft habe, sind komischerweise nicht mehr ganz so viele da von meinem Inventar gewesen. Ich war keine Ahnung, wo die hin sind. Irgend so ein Schluckspecht hat die alle runtergeschmeckt.
guck mal, lila Gummihaut. Das ist sogar Low-Rank-Zeug teilweise. Also sonst wäre es ja bloß. Scheiße. Und Monster spitz machen, okay. Das heißt, ich muss die Monster erst spitz aufmachen und danach auf den Digitalbereich hochpacken. Das ist ziemlich brutal, Junge. Was? Ton leiser? Ton leiser? Oh, Ton leiser. Ja, in der Tat. Sorry, mein Spiel hat euch angebrüllt. Das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Sorry, ich bin nicht so schnell. Bisschen laut. Die grandiosen Aussagen. Also. Holy shit, hast du gerade den Ingame-Sound etwas lauter gestellt. Also die Aussagen gehen von holy shit bis Ton leiser. Bis. Bisschen laut. Okay. Geht in Ordnung. Tut mir leid. Ihr müsst gerade euer komplettes Gehör verloren haben. Hörsturz müsste nichts dagegen sein. Es tut mir leid. Sollte das nochmal vorkommen, ich behalte es einfach mal im Blick, denn es wäre am besten. Denn es kann sein, wenn ich jetzt gerade meinen USB-Hub rausgezogen habe, aber in der Steckdose, dann wird der regelmäßig ausgehen und sich wieder neu starten. Dabei, was Bomben, gute Idee, denn wir wollen ja die Fühler kaputt machen. Ihr wollt die Fühler kaputt machen und ich will euch dabei helfen. Und, wie gesagt, der geht dann ab und zu mal wieder aus, da mein 3DS über den USB-Hub, ne, ist er gar nicht. Ist er gar nicht. Das sollte ihn überhaupt nicht beeinflussen. Die Kamera sollte ausgehen, okay. Aber ansonsten, ich gehe mal was beißen, etwas essen, bis gleich. Bis gleich, viel Spaß, Luca, Joey, Rieke, guten Appetit. Aber jetzt, wo du sagst, das sollte ich auch mal ganz schnell machen. Wir haben nämlich gerade Kekse hier, selbst gebacken vom Papa, äußerst lecker, sind zwar zerbröckelte Kekse, weil zu fest oder so, hat nicht funktioniert, aber da hat man einfach mehr Kekse, weil, ne, sonst wäre es bloß 15 gewesen, so waren es 55 und 55 Kekse sind definitiv besser als 15. Das wird man länger von satt oder kann sich's vorgaukeln, kann man mehr von essen. Kann man sich's häufiger auf der Zunge zergehen lassen. Und was ist los mit dir, Darth Plagueis? Muss du mal kurz Pause machen. Und ja, guten Hunger. Säuft er hier allein sein Bier, dem er es anschaut, wartet, bis der Alkohol verdampft ist. Ach, ist das traurig hier. Und mit dem Spacko muss ich jetzt kämpfen. Eigentlich habe ich keinen Bock. Apropos Spacko, der Spacko muss mal kurz noch ein Mega-Fliegenetz mit einpacken. Mega-Fliegennetz mit einpacken. Ansonsten können wir es mit dem Killerkäfer relativ schnell abschreiben. Sehr schön. Er hat seinen inneren Depression überwunden und kommt mit auf den Kampf. Wunderschön. Muss noch kurz der Mutter sagen, Dudelu, ich gehe mal mit meinen Spockus abhängen und konnte dann losrennen. In schwarz gehüllter Jäger. Willkommen bei der Organisation 13. Warum auch nicht? So. Wie gesagt, ich muss jetzt nach jeglicher Käferstelle Ausschau halten. Früher habe ich noch die ganze Zeit damit angefangen mit, hey, yo, Leute, ich muss leider jetzt aus Farmgründen hier an jeder Stelle Halt machen, um zu gucken, was es so gibt. Irgendwann habe ich damit aufgehört. Jetzt sind die Konsequenzen dafür da, dass ich aufgehört habe. Deswegen hoffen wir auf meine wunderbaren Killerkäfer. Alter, nein, Michael, aus, böse. Ich weiß, dass das nicht fair ist und dass ich euch kämpfen lasse, ist auch ungünstig für meine Waffe. Habt ihr alle Lightbowgun? Nein, nicht alle. Einen Nahkämpfer, Zarok, der Zerstörer, ist mit dabei. Oh, guck mal, Gormagala, auch ist der nicht süß. Sehe überall Schmetterlinge. Oh, guck mal da hinten. Das sieht doch mir ziemlich nach einem Killerkäfer aus. Seht ihr, wie böse und zerstörerisch dieser Käfer durch die Gegend fliegt? Das muss ein Killerkäfer sein. Scheinbar. Hans Mi ist 1:1 er. Das kann durchaus sein. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Mii habe, den ich auch auf der Wii habe. Auf der normalen Wii, weil dann wäre es wirklich 1:1 ich. Oder ob du den von 3DS meinst, der wurde, glaube ich, mit einem Bild erstellt. So, ich sehe hier noch irgendwo ein paar Käferchen. Irgendwas Kleines, was ich mir noch einverleiben könnte, weil ohne Killerkäfer rauszugehen, ist ziemlich scheiße. Und ja, es ist asozial, euch jetzt alleine kämpfen zu lassen. Aber was soll man machen? Wenn die Scheißrüstung nur mal 2 Killerkäfer braucht und ich weiß, wie lange ich für Killerkäfer sonst immer farme,
haben die halt oberste Priorität, werden genauso gut Großjaggis machen können. Und eine Erntetour. Weil wir müssen halt zuerst die Killerkäfer finden. Ohne die ist der komplette Rest auch Schrott. Und das Schlimmste ist, ich kenne mich so wenig hier aus, dass ich nicht mal einen Plan habe, wo hier Käferabbaustellen sind. Sagte er und lief direkt zur nächsten. Passiert halt. Glück gehabt. Also ich will nicht die scheiß Fliegenköder. Ich habe zwar ein mega Fliegennetz mit dabei, aber ich will dieses Mal tatsächlich keine Fliegen. Die können mir ruhig davon fliegen. So, hier unter dem wunderschönen Blätterdach muss doch nochmal irgendwas Kleines. Oh, guck mal da. Seht ihr? Easy. Meine Jägersinne bringen mich jetzt sogar schon den Käfern nahe. Käfersammler Sinu ist am Start. Guck mal, sie sagen mir nochmal Bescheid, wo das Monster ist. Ja, danke, weiß ich auch. Ich halte mich möglichst weit entfernt von ihm. Weil wenigstens das... Oh, guck mal, hier das nächste. Wenigstens das kriege ich hin. Vielleicht verkacke ich im Kampf gegen echte harte Monster. Das kann durchaus sein. Also könntest du mir das scheiß Netz wiedergeben? Was soll denn der Kack? Du scheiß Kätzchen, gib mir mein Netz wieder. Das sind meine Netzstrumpfhosen, die darf bloß ich anziehen. Verdammt, ich kann das gar nicht so aktivieren. Okay. Machen wir uns halt wieder auf die altmodische Art und Weise nichts gefunden. Ernsthaft? Komm schon. Es ist echt nichts mehr da. Boah. Haben wir mit unseren geilen Gefuchten auch noch die Käfer verscheucht. Ich glaube, er legt ein paar Bomben. Awesome Explosion incoming. Ja, das sieht aus wie Bomben. Wunderbar. Hallo Akbar. Okay. Hab geschaut, ob ich wo Spezialist bekommen habe. Jetzt finde ich Feuer. Nicht mehr angreifen, wenn er horny ist. Ja, genau. Damit seine Fühler kaputt gehen. Ich sehe, ihr macht das wunderbar. Ihr seid krass bei der Sache. Ich guck mal kurz auf meine meine Mitjäger gerade irgendwelche Fortschritte machen. Und gehe mal kurz abstauben. Ich finde nämlich jetzt in der Nähe keine Käfernetze mehr und Käferstellen. Oh, guck mal. Ihr habt ihn verloren. Was könnt ihr eigentlich? Also wirklich, Leute. Einfach so das Monster wegrennen lassen. Oh, guck mal, liegt ein Shiny Drop. Oh, das ist aber, ne, das ist jetzt aber mal passend. Als hätte ich es gerochen. Oh, guck mal, eine Gormagala-Schuppe. Nice. Seht ihr? Und schon habe ich Gormagala gefarmt. So easy geht das. Oh, guck mal, sieht da ein Schmetterling? Ja, da ist ein Schmetterling. Wunderschönst. Und Herr Killerkäfer, kommen Sie mal bitte zu mir. Die Kasse 3 braucht Sie mal kurz zum Bezahlen. Warum kann ich eigentlich überall bloß dreimal abbauen? Das ist ziemlich ungerecht. Früher war das mehr. Und da habe ich auch keine Killerkäfer bekommen. Habe ich noch den Spitzhacken? Habe ich überhaupt den Spitzhacken? Das würde sich irgendwie besser anbieten, als jetzt gottverdammte Käfer zu sammeln. Aber na gut, was soll's. Tragen wir mal kurz unseren Teil zur Quest noch bei. Stehen komplett erschüttert neben dem Monster. So wie es gerade aussah. Und vergiften es noch einmal. Dann kann mir nämlich keiner vorhalten, dass ich unnütz war. Gut, dafür muss ich jetzt auch wirklich kurz vergiften. Ansonsten. Und am besten nicht sterben, weil wenn ich jetzt hier sterbe, dann war es tatsächlich besser von mir, nicht da zu sein. Was schon ziemlich. Ich bin drin. Wenn man solche kleinen Sachen immer wieder vergisst, ist das schon irgendwie cool. Dann kann mir wenigstens keiner vorhalten, dass ich in irgendeiner Weise nicht dabei war. Oh, easy, habe ich geschafft. Wusste ich. Grandios. Skiller am Werk. Hat von Anfang an mitgearbeitet und war ganz bei der Sache dabei. So, Zarok hat sich kurz seinen Platz am Kopf erkämpft. Andere wollen den Platz an der Sonne, er den Platz am Kopf. Kann ich auch irgendwie verstehen. Alles irgendwo wichtig. Humpelt der schon? Seht ihr? Bin ich kurz einen Moment da? Da humpelt das Monster weg. Und wisst ihr wieso? Weil er gerade vergiftet ist. Ja, so läuft das hier. Ich habe die Giftblasen gesehen, mein Freundchen. Alles meine Schuld. Ah ja. Zum wichtigsten Teil, dem Aushäuten, war ich zumindest noch mit dabei. So, gibt es hier jetzt noch kurz, wenn er gerade mal hier so drüber fliegt, noch irgendwo. Oh, guck mal, ich sehe einen Schmetterling. Oder? Habe ich nicht verguckt? Ich dachte, hier wäre jetzt eine Abbaustelle gewesen. Okay. Irgendwie war der irgendwo anders. Da wurde Michael Trainer die Taste nicht gefunden. Ausgetrickst. Oh, da ist ein Schmetterling. Alles klar. Sind hier unten auch welche? Habe ich da irgendeinen gesehen? Na, gerade nicht. Ey, seine Fühler sind gar nicht kaputt. Leute, was macht ihr denn die ganze Zeit? Ich dachte, ich kann mich auf euch verlassen. Der hat gefühlt schon gehumpelt.
Also vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber es sah ziemlich nach Humpeln aus. Also ernsthaft? Ihr macht ja gar nichts. Der ganze Kampf und ich musste alles regeln. Und nicht mal die scheiß Föder habt ihr hinbekommen. Fühlt ihr euch da jetzt schlecht oder nicht? Wahrscheinlich kein bisschen. Oh, guck mal. Da war ein Gormagala. Und die Fühler sind immer noch ganz. Leute, Leute, Leute. Ihr habt zwar schon die Nebenquest erledigt, aber das ändert nichts daran. Ich sollte vielleicht mal aushalten gehen. Habe ich jetzt irgendwo runter gesprungen? Ah, nee, hier war noch eine Ecke. Ach, Mensch. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, die auch wirklich mitkämpfen. Und nicht am anderen Ende der Map sind während des ganzen Kampfes. Und nicht einer von euch hat mir einen Killerkäfer besorgt. Das ist ja noch schlimmer. Damage Output zu groß. Jupp, alle Jäger, Messer, go, go, go. Wenn ich blinke, heißt das, ich haue Schlaf drauf, nicht angreifen. Ah, wegen Light Bowgun und so. Okay. Fühler habe ich trotzdem nicht bekommen. Ich hoffe, ihr fühlt da mit mir. Das ersetzt es zwar auch nicht, aber dann fühle ich mich wenigstens besser. Bei den ganzen kleinen Schmetterlingen hier kann ich leider auch nicht abbauen. Oh, hier muss doch irgendwo nochmal... Es waren so viele Gebiete mit so vielen Käferstellen. Ich habe vor allem keinen einzigen Killerkäfer bekommen. Das ist so beschissen. Ich dachte, ich gehe jetzt einmal los, farm Killerkäfer und gut ist. Nein, 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 nein. Aber wisst ihr was? Ich ignoriere die Killerkäfer jetzt. Das ist das Schlimmste, was ich machen kann, weil am Ende werden die mir fehlen. Ey, ich habe einen Fühler bekommen. Nice. Oder war es ein Flügel? Könnte auch sein. Bis ich alles habe für die Rüstung. Wir machen jetzt einfach nochmal schnell. Da kämpfe ich auch mit. Ich ignoriere erstmal die Killerkäfer, die kommen zum Schluss. Mit den Remopras und vor allen Dingen mit den Sammelquests. Die muss ich auch noch irgendwann erledigen und da können wir das gleich wunderbar mit verbinden. Weil ich werde bestimmt so 5-6 Quests... The fuck? ...brauchen. Irgendwer scheinbar schon. Schlaf macht ja keinen Damage. Achso. Ich hab nicht einmal draufgehauen, nachdem du geblinkt hast. Killerkäfer gibt's nicht in der Steppe, Sino. Hau lieber deine Bomben mit drauf, dann hätt's gereicht. Scheiße. Und die sind alle gegangen. Kann mir gar nicht vorstellen, wieso. Also ernsthaft. Ich hab sie doch alle mit Respekt behandelt. Und nicht einmal irgendwas Böses gesagt. Und war immer mitten im Kampf mit dabei. Ich war doch so ein guter Jäger. Übrigens, hier ist die Versammlung sein, Heidi. Alles klar. Wir schieben es auf Sinu. Der hat so viel Damage gemacht. Ja, mit meinem Gift. Natürlich hat er also sowas dann weggehauen. Killerkäfer gibt es. Genau, gibt es in der Steppe. Das heißt, ich kann es echt hier nicht machen. Das ist schon ein bisschen scheiße. Okay. Dann machen wir mal lieber noch ein paar Kombinationen hier mit. Können wir also Fassbomben L mitnehmen. Ich habe jetzt Splitterfische, mir wunderbar eigentlich nicht geangelt. Warum habe ich welche? Keine Ahnung, einfach freundlich nachfragen. Am besten doch für die eine Bomber mit raushauen. Und beim nächsten Mal muss ich mitcampen. Aber schön, dass ihr mir jetzt am Ende der Quest sagt, dass es die da nicht gibt. Hättest du auch ruhig mal eher machen können. Dann wären die Fühler kaputt gewesen, weil meine Skilligkeit mit dabei gewesen wäre. Ach ja, Bullshit-Lover bin ich immer noch der Beste. Er verhindert Schadenseffekte von der Umgebung, ist auch doof. Schaden von Geschossen wie Steinwurfmessern und Bumerangs. Alles klar, wo ist mein Bumerang? Denn wie ein Bum-Bum-Bum-Bum-Bumerang komme ich immer wieder an dich ran. Machen wir damit jetzt den Gormagala fertig. Ich werf ihn zu Tode. Ich werf ihn um. Oh yeah. Eiskalt. Wenn ich überhaupt einen Bumerang habe. Ich habe noch keinen Bumerang mehr in diesem Spiel gekauft. Böse, böse, böse. Das müssen wir sofortigst ändern. Auch wenn wir erstmal voll gelabert werden von der Gildenangestellten. Ich stelle dir auch gleich mal kurz was auf. Da kannst du einen Spaß dran haben. Gibt es auch keinen Bumerang? Den muss man kombinieren? Ungünstig. Das hilft mir also gerade überhaupt nicht weiter. Alles klar. Während die Leute sich noch ausrüsten, gehen wir mal kurz mit den Leuten reden. Ja, ja, hallo. Also, ich habe alles gegeben und für dich eine neue Quest namens Zweikampf dem Mondio erstellt. Viel Glück dabei, sie ist nicht völlig zu vermasseln.
Wow, ganz toll. Und was meinst du? Aha, it's a no. Hier kommt der aufsteigende und schon bald strahlende Stern am Jägerhimmel. Sieh dich nur an. Du hast den Rang 4 erreicht und das muss gefeiert werden. Nur deine bedeutet Rang 4 nicht nur Steaks und Vergnügen. Du bist jetzt ein hochrangiger Jäger und das bedeutet harte Arbeit. In hochrangigen Quests wirst du von härteren und fieseren Herausforderungen als bisher gestellt. Aber natürlich brauchst du dabei auch die Chance, erstklassige Mods im Rennen abzusagen. Harte Arbeit zahlt sich eben aus. Bei Fragen kannst du dich an die Hochquester-Tricks wenden. Den Namen habe ich mir ausgedacht, weil mit mir irgendwas nicht stimmt. Ja, einzig ist der erste Schritt zur Besserung, mein Freundchen. Und denk daran, jetzt wo du in der Oberliga mitspielst, wird dir bald die ganze Welt zusehen. Gerade 4 Mann. Alles klar. Willkommen bei der ganzen Welt. Also zeug mir bitte nicht. Ja. Gut. Zarok braucht immer noch mit seinem pulsierenden Kern. Ist am pulsierenden Sitz der Zeit. Und kommt nicht her. Ich finde es gut, wie Hans mit minus 1 sammeln Käfer sammelt. Und für diese Feuer mit dem Bomben-Damage. Jo, Fleisch und Milch dünsten für Bombardierer. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, Genmeister. Ja, habe ich auch gesagt. Zarok? Zaröckchen, wo bleibst du? Du rockst ordentlich, aber nicht, wenn du nicht mit dabei bist. Wo bleibst du? Gib doch Wesensignal, alle anderen sind fertig. Gut, ich red weiter. Wow, sieh dir all diese Freunde an. Auch gute Gesellschaft wächst nicht auf Bäumen. Sie müssen großen Respekt vor ja, haben. Und das ist eine tolle Sache. Ich bin so gerührt, dass ich dir das hier schenken möchte. Ich werde euch für euren gemeinsamen Erfolg da draußen die Daumen drücken. Hey, Gemüse essen. Haben alle Bomben? Ja, ich hab Bomben. Kann losgehen. Wo ist Zarok? Ich sehe den gar nicht. Ach doch, da. Steht in Darth Plagueis drin. Habt euren Spaß zusammen. Genießt es, solange der Gormagala und meine Killerkäfer euch noch nicht auseinanderbringen. Sorry, hab geschaut, ob ich eine Schlafwaffe hab, die nicht zu hoch ist. Oh. Oh, hast recht, Zarok. Ausgegraut darf ich eh nicht vorlesen. Verdammt! Items wären doch gut. Also nicht, dass es irgendwas bringen würde, aber so Farbwälder mit 2,99 bleiben ist schon mal ein guter Start in den Tag. Und Nullbären passend zum Besitzer jetzt, können wir auch noch mitnehmen. So, gut zu wissen, in der Steppe gibt es keine Killerkäfer. Wie gesagt, grandios das zu erfahren, nachdem ich einen ganzen Kampf lang die gesucht habe. Aber hey, was soll's, man lernt halt nie aus. Müssen wir dann beim nächsten Mal irgendwo suchen. Jetzt erstmal schauen wir mal, was der gute Gormagala denn so wirklich kann. Also nicht, dass ich das nicht schon wüsste. Nicht, dass ich ihn auch alleine schon längst vernichten würde. Vernichtet hätte. Viel schneller, als wir in Zusammenarbeit gewesen wäre. Aber wahrscheinlich hätte ich die Fühler nicht weggekriegt. Dafür braucht man auch mal Leute für gezieltes Angreifen und nicht nur für gezieltes Blatt gemacht werden. Deswegen bin ich jetzt auch hier mit grandios mit dabei, um mein Squad zu unterstützen und mich grandios zu opfern und komplett von diesen wunderschönen Angriffen maltretiert zu werden. Ich will jetzt nicht sterben. Das wäre so verkackt peinlich. Und apropos Nullbeere, die wäre gerade auch nochmal wunderschön. Das passt doch schon mal. Okay, back in action. Nachdem ich einmal richtig von dem Vieh durchgenommen wurde. Das nennt man übrigens Karma, meine Damen und Herren. Und Karma ist a Bitch und sie schlägt immer zu. Dessen könnt ihr euch bewusst und sicher sein. Senpai? Senpai? Was macht man bei Senpai? Bomben stellen? Keine Ahnung, was er getan hat. Ich wetze jetzt, Senpai, ich werde hart. Kann auch sein, wahrscheinlich war er bloß verwirrt. Obwohl dann Notice Me Senpai eher ungünstig ist. So, er müsste jetzt genau anfangen mit seinen Bomben-Schlafdinger zu schießen. Ich habe hier irgendwo meine Fassbomben-Elmel genommen. Habe ich dir einmal vertraut, Chica? Ernsthaft? So, ich dachte, er schläft schneller, bevor ich Schaden. Das war asozial, Michael.
Richtig asozial. Aber okay. So, jetzt sollte er eigentlich gleich anfangen mit Schlafen. Leute, Leute, was macht ihr? Ernsthaft, ich greife nur mal kurz einmal an. Weil das nächste Mal, wenn ich treffe, wird er schlafen. Au. Weil ich dann nicht in meinem Schlafschlag wieder aufwecke. Sehr schön, da schläft er, sage ich doch. Geht dort ordentlich in die Knie. Legen wir hier mal schön die Bomben hin. Ich habe wie immer die größten. Ich habe leider kein verliehenes Feuer. Müsst ihr mal machen. Und ich nehme mal lieber den Diamantsamen. Boom! Schöne Explosion und die Fühler sind immer noch ganz. Und verdammt, Leute. Wie gesagt, muss ich hier ja scheinbar alles machen. So, auf die Fisten, die kaputt. Der eine ist so viel kleiner und sieht so zerstört aus. Aber ich dachte, wenn die kaputt sind, sind sie komplett weg. Hm, wer weiß. Ich habe ja nun immer noch kein Gormagala-Wissen angesammelt. Ich habe ihn ja auch noch nie bekämpft in meiner kompletten Monster-Hunter-Jäger-Reihe. Hört ihr mal auf, für mich so hart zu malträtieren, das finde ich nicht nett. Deswegen lassen wir ihn mal kurz fliehen. Natürlich in das Gebiet da oben. Ich habe jetzt für keine Sekunde gedacht, dass das andere gehen würde, nur weil er... Ah, seht ihr? Und deswegen lohnt es sich auch mal kurz auf Michael zu achten. Denn der zeigt dir sogar ganz freundlich, wenn irgendwo noch ein paar Wimmerntränen liegen. Auf was ich immer Monster Freeman Night spiele? Frei Night Hunter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich spiele Monster Freeman Night immer auf meiner PSP. Macht Sinn, ne? Solltest du jetzt gefragt haben, ob ich einen Emulator benutze? Nein. Wenn du einen benutzen willst, kann ich den PPSSPP-Emulator empfehlen. Allerdings dabei nicht auf der neuesten Stufe, weil die neueste Stufe bricht immer ab, wenn es irgendwie helle Bilder gibt. Was äußerst schade ist. Deswegen eine ältere Version benutzen, zumindest war es bei mir so, dann funktioniert es besser. So, als kurze Info dahingehend. So, wir können so ein bisschen auf den Kopf gehen, das bringt halt nicht, solange die Führer nicht draußen sind. Das ist echt ein bisschen unfair gemacht, wenn du wirklich bloß die Dinger brauchst. Und ich denke, am Ende wird es daraus... Ey, was ist denn jetzt passiert? Da ist mir irgendwas weggeschleudert. Am Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass Fühler und Killerkäfer die Sachen sind, die ich brauchen werde. The fuck? Das ging ja jetzt noch schneller. Sag ich doch. Meine Wenigkeit, meine Skilligkeit, mein Gift hat es einfach nochmal weiter dazu gebracht, ihn weiter zu zerstören. Wahrscheinlich waren es meine Fassbomben L++. Oder L+, sag ich doch. LL bei zwei Stück. LOL mit dem Plus dazwischen. Ich werde die haben es gerissen. Problem ist bloß, ich weiß nicht, wie wir es mit seinen Hörnern gemacht haben. Ob wir die jetzt auch weggerissen haben oder ob das eher so nicht ganz in der Sache war. Was liegt denn hier noch? Ha! Ich habe Kräuter gefunden! Nice! Und da oben habe ich noch ein paar Schmetterlinge gesehen, die mir ja jetzt bekanntermaßen nichts bringen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne irgendwo nochmal welche aufsammeln. Stimmt, es sind ja jetzt Random Spawns auch mit, ne? Also es gibt verschiedene Orte, wo es sein kann und dann dort, ob es ist oder nicht, ist zufällig verteilt. So war es zumindest auch in Try Ultimate und ich glaube, das haben sie bis hier nicht geändert. Yagi hat mich K.O. gehauen. Und rechter Fühler sind kaputt. Hey, immerhin. Kann man auf der PS Vita auch mit Spielern spielen, die auf der PSP spielen? Das ist eine gute Frage, aber es sollten dieselben Server sein. Also wenn du mit der PS Vita online spielen kannst, dann theoretisch ja. So, wir haben sogar einen Gormagala-Fühler bekommen, sehr schön. Habe ich gar nicht gefühlt, dass das Ding kaputt gegangen ist. Vielen Dank für eure Hilfe, das haben wir schon grandios hinbekommen. Sammeln plus 10, geiler Talisman. Das gefällt mir doch schon mal. Wir haben genauso lange gebraucht wie vorhin. Das steht für meine grandiose Mitarbeit. Vorhin waren es sogar, glaube ich, sogar 4 Sekunden weniger. Voll geil und so. Und das R war ein Versehen. Und Sinu, du hast nur Fassbomben L benutzt. L plus sind die kleineren. Ja, ja, ja. Ich bin Unite-Veteran. Ich werde wohl schon L von dem L plus unterscheiden können. Also ich kann vielleicht nicht viel. Aber das kriege ich hin. So. Was ich auch noch hoffentlich hinkriege, ist es mir jetzt einen guten Teil der Rüstung zu bauen. Am besten nicht beim Tragnaten, das geht schief. Der handelt mich bloß alle. Der will mir nichts Gutes dahingehend. So, der Kopf.
damit wir erstmal auch mit Kopf jagen können, ein bisschen auch mit Kopf mitdenken, können wir uns schon mal bauen. Da hat mir der eine Flügel gefehlt. Fühler, wunderbar. Damit haben wir 3/5 der Rüstung. Mensch, geht das schnell, für den Rest brauche ich Remobra-Sachen und Killerkäfer. Und brauche ich auch noch Gormagala-Zeug? Das ist die große, schwierige Frage. Also, ich brauche immer noch einen Fühler und 2 Killerkäfer. Und Flügel und Panzer sollte ich genügend haben. Und für die Beine, hätte andersrum gehen sollen, denke ich mal, brauche ich die Platte. Oh, shit. Ich muss wahrscheinlich den Tail cutten, oder? Für eine höhere Wahrscheinlichkeit. Oh, fuck. Und Remobra Lederhaut. Ich brauche nur noch einen Fühler, dann habe ich alle. Auch nochmal an dich, Michael. Und habe schon 6 Akantoren getötet. Ey, schön. Ganz alleine. Toll. Grandios. Okay, wie gesagt, wir brauchen die Platte. Ich habe absolut keine Übersicht, wo, wann, wie, war das was bringt. Man wird den nicht fangen können. Das heißt, man kann seine Chance dadurch nicht erhöhen. Man wird wahrscheinlich durch die Questbelohnung Platten bekommen können und vielleicht durch den gecutteten Tail. Problem ist, da ich auch immer noch einen Fühler brauche, müssen wir auch den Kopf kaputt machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen, ich würde nicht sagen, logisch aufteilen, aber ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren. Ach, und Flügel können wir auch noch kaputt machen, weil da gibt es mehr Questbelohnung vielleicht, weil es ja Nebenquest ist. Vielleicht ist da auch eine Platte mit drin. Man könnte es jetzt auch einfach googeln, man könnte es auch einfach wild probieren und warten, bis es funktioniert. So, und was ja auch noch mit dazu kommt. Und ich habe einen Gemüseessenschein. Ich glaube, ich gehe in dieser Quest mal kurz den Gemüseessen suchen. Vielleicht gibt er mir ja in dem Gebiet rein zufällig mal eine Platte. So, jetzt muss ich mal kurz das Ding wieder suchen. Gutschein, Gourmet-Gutschein, darin, ja, ja, alles komplett unnötig. Da, Gemüseessen, Bronzeschein. Was anderes habe ich noch nicht. Nur den scheiß Bronzeschein. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Wie Diamantenscheine, also wirklich, die glitzern, wenn ich sie auch bloß anlache. Dank meines strahlenden Lächelns. Oh verdammt, was soll ich jetzt essen? Vorhin wurde es geschrieben, ne? Moin Hans, grüße an Nixos Wixos, willkommen im Stream. Klar kann man fangen. Man kann ihn fangen, okay, alles klar. Dann, wir scrollen mal kurz hoch. Irgendwo hat auf Plagueis geschrieben, was ich essen soll. Bist wie meine Mutter, du schreibst mir sogar vor, was ich essen soll. Erst, was ich anziehen soll, deswegen dir farme ich die Rüstung. Dann, wo ich farmen darf. Dann, was ich essen soll. Boah. Ich find's nicht. Wahrscheinlich kannst du einfach nochmal schreiben. Irgendwas dünsten, das weiß ich noch. Silo, welche Rüstung machst du? Die Gormagala-Rüstung. Ich bin der ersten G-Rank-Quest-Stufe, aber ich habe den Fatalis-Quest noch nicht freigeschaltet, die mit dem Schwarz-Fatalis. Und ich dachte halt auch, dass er ein Drachenelster ist, aber das können wir nachher nochmal probieren. Nein, du sollst dich jetzt nicht schlafen legen, Junge, ich will was essen. Kopf hoch. Ich weiß, es wird anstrengend mit Farmen, aber trotzdem. Okay, ich rate, es war Mega-Bagel und Kirin-Butter. Und dann dünsten Zerleger. Das klingt doch schon mal fast richtig. Dann Fisch und Milch. Flüchtlingslander Superkatze. Nein. Aber es war Milch, oder? Vielleicht war es auch keine Milch. Doch, Bombardierer. Alles klar, hab's gefunden. Easy. Fleisch und Getränk anbraten. Ich habe was anderes gegessen. Egal. Es war trotzdem mit dabei. Wenn es das Richtige war. Status. Erhöht Schaden von Kanonen, Ballistik, Speeds, F-Gewehrlanzen und Aufprall der Gegner für Fiolen. Gut, keine Bomben. Alles klar, es war das Falsche. Ich hätte vielleicht erst auf euch warten sollen und danach das machen, was ich denke, was ich machen könnte. Aber gut, ne, man lernt aus seinen Fehlern. Ich lerne zwar langsam und sinusförmig, aber was soll's. Nein, ich will die nicht ohne Anstrengung. Es geht hier wirklich darum, dass ich mir das selber mache, indem ich euch kämpfen lasse. Alles klar. Please keine Cheat-Quests. Ja, genau. Wie sie auch erstmal alle nachfragen. Cap, ja, wir versuchen jetzt zu fangen. Hans und ich und... Was, Chat? Hans und ich... oder? XD, Cap?
Chat-Protokoll. 2, 4, 6, 7 Sterne sind das. Welches Wort könnte das sein? Willkommen bei Galgenraten. Ist ein Ü da mit drin? Ist ein I da mit drin? Haben gleich machen. Ja, okay, gut. Haben wir alles? Jo, wir sind bereit. Auf zur Quest. So, heißt, wir brauchen jetzt nochmal den Fühler noch einmal kaputt machen. Dann vermutlich Schweif schneiden. Ich habe keine Beruhigungsbomben mit. Ich werde es allerdings probieren, den in eine Fallgrube zu locken, damit wir sehen können, ob wir fallen können. Stimmt, ich glaube, Schockfallen haben auf jeden Fall gewirkt. Ich kann mich da an den zitternden Gormagala erinnern. Oder auf jeden Fall auf die Tatsache, dass ich euch gefragt habe, ob das geht oder nicht. Und ihr gemeint habt, es geht. Deswegen machen wir damit jetzt weiter. Ich will zumindest mal probieren. Vielleicht merke ich es mir dann auch irgendwann mal. Wobei das glaube ich eher weniger. Probieren bin ich gut. Merken der physikalischen, wissenschaftlichen Ergebnisse bin ich eher schwierig. Deswegen schreibt man sowas auch normalerweise auf. Und ja, da bin ich schwierig. Nicht das ist schwierig. Das muss so wichtig erklärt werden, unterschieden werden. Oh, guck mal, Zarok hat auch direkt eine große Waffe genommen. So wie es sein muss. Michael auch. Ich sehe, ihr seid auch sehr schwanzbezogen heute. Alter, das arme Kelbi. Und es wackert sich. Es wackert sich stark wieder auf. Es rappelt sich wacker wieder auf. So rum. Wunderschönes kleines Geschöpf. Das kann man falsch verstehen. So war es nicht gemeint. Ist er schon wütend? Okay, wütend ja, aber noch nicht angefühlt. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, Phasmophel mitzunehmen. Das wäre jetzt äußerst ungünstig. Lass das. Sei kein böses, schwarzes Monster. Lass dich nicht von deiner Hautfarbe leiten. Wait, what? Beklau mich ja nicht und sei nicht böse. So einfach ist das und schon können wir gute Freunde sein. Junge! Boah, wer auch immer den gerade aus der Luft geholt hat, hat mir so ein bisschen das Leben gerettet. Vielen Dank dafür. Schläft er gerade? Ist mir egal. Da fliegt er erstmal. Ist mir egal. Egal. Hey, und ich habe den Schwanz erhalten. Was soll es auch anders sein? Oh, Zarok hat ein Großschwert. Ich dachte, es wäre ein Langschwert gewesen, so von der Form her. Aber ja, klar, es ist schon ziemlich groß. Stimme ich euch zu. Da beißt er mich an. Eigentlich wollte ich in der Falle sein Tail cutten. Das mit in der Falle wird jetzt schon mal nichts mehr. Aber, und mit Tail cutten darin auf jeden Fall nicht. Aber in der Falle ist grundsätzlich immer noch ein schöner Ort. Also, wollen wir ganz zufällig hier mal stehen bleiben? Sehr schön. Jo, tatsächlich funktioniert das mit dem Fallen. Wunderbar. Ich nehme mal ganz stark an, dass er jetzt noch nicht zu fangen ist. Ich habe da so ein ganz ungutes Gefühl, was das angeht. Aber damit ist auch schon mal sicher, Schockfallen funktionieren. Jetzt auch mit Videobeweis. Und Chica versucht einzuschläfern. Alles klar, in der Zeit können wir schon mal die nächsten Sachen vorbereiten. Alter, wie sich sogar das Wetter verdunkelt, wenn er böse wird. Irgendwie geil. Es sieht alles finsterer aus, wenn der sich entwickelt. Also, verfinstert. Jetzt nicht zu häufig zu schlagen. Noch 1-2 Schlafmunition. Der sollte eigentlich gehen. Apollo? Apollo gehen? War Apollo Gottes Schlaf ist? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Komm schon, Darth Plagueis, jetzt leg mal los. Ich will ihn umfallen sehen. Und es. Eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein Mann. Der hatte 7 Söhne. Und die 7 Söhne sprachen zum Vater. Fick dich, Gormagala! Und so fing der Vater an. Es war einmal ein Mann, der hatte 7 Söhne. Und die 7 Söhne sprachen zum Vater. Vater, erzähl uns mal eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Mann, der hatte 7 Söhne. Und die 7 Söhne sprachen zum Vater. Vater, erzähl uns mal eine Geschichte. Da fing der Vater an. Könntest du jetzt Gottverdammt nochmal einschlafen, weil die Geschichte geht nicht länger. Könntest auch Schäfchen zählen oder getötete Jäger. Ein Jäger, 2 Jäger. Ey, das war's. Jäger zählen, das hat geholfen. Wunderbar. Dann legen wir hier unsere wunderschönen Fähchen hin. Ich bereite eine Bombe vor. Wie einfach der Chat auch zu hart kommt. Okay, ich hoffe, irgendjemand hat was zum Explodieren dabei. Und macht das jetzt mal. Okay, das sah schon mal gut aus. Er ist zwar nicht ganz so weit nach hinten gefallen wie gehofft, aber das rechte Hörnchen, der rechte Fühler, sieht schon mal kaputt aus. Das Schokohörnchen ist weg.
oder anweckt. Die Schokolade tropft jetzt raus, so wie man es gerne sieht. Das gefällt mir, dem Simu doch schon mal. Wir haben den Tail gecuttet. Was jetzt noch fehlt, wäre ein Shiny Drop, der eigentlich beim Kaputtgehen mit runterfallen müsste. Haben wir einen Shiny Drop? Glaube nicht. Und wir wollten ihn cappen. Verdammt, ist mir auch erst zu spät eingefallen. Wir machen zu viel Schaden, Leute. Das gibt's doch nicht. Oh, mein Roller. Okay. Ich hoffe auf mein Glück. Also Fühler werde ich relativ sicher bekommen. Ich muss... Ah, Platte! Nice! Easy! Läuft! Du musst nur stark genug an das Herz des Spiels glauben. Und schon ist die Zufallschance auf deiner Seite. Herz der Karten und so weiter und so fort. Und ja, ich gehe mit Absicht auf den Bogenschützen. Light Bowgun Schützen. Der kann sich nämlich nicht wehren. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat nämlich auch einfach mal sein Schrot nicht mitgenommen. Da fliegt er auch schon. Und jetzt der mit dem großen Schwert, nachdem du den kleinen als Buddy weggehauen hast, kannst du auch mal auf den mit dem großen Schwert gehen und die so ein bisschen ankeifen. Vielleicht um Getränk, solche Quests. Ich kann ihn einfach Thales jagen lassen. Sino, ich möchte rein Arm drücken, immer noch 2 zu 2. Stimmt, das steht's. Bitte Sino, Sino nicht fangen, du kannst die Platte aus dem Körper bekommen. Yo, hab ich! Grüße an Niklas, willkommen im Stream. So, und zu der Frage, ob du jetzt rein kannst, Nixos Wixos, das hier war die dritte Quest, die wir gemacht haben. Das heißt, nein, noch nicht. Eine wird noch gemacht, bevor Leute gewechselt werden. Wir waren nur ein kleines bisschen schneller als sonst. Okay. Hey, das heißt aber, die vierte Quest, die schwierigste, die härteste, der Gipfel für unsere drei wackeren Recken, wird es sein, Remobras zu jagen. Dam, dam, dam. Wobei ihr mir nochmal kurz sagen müsst, ob die Stark-Remobraut oder wie die hieß, die Leder-Remobraut, ich schaue nochmal nach, ob die High-Rank schon ist oder noch Low-Rank. Ich würde der Rüstung zutrauen, dass sie High-Rank ist, also zumindest von den schwachen Mit-Dingern. Bin mir aber nicht ganz sicher. Rüstung schmieden, das müssten die Beine gewesen sein. Anfang von Gelb. Lederhaut. Ob Remobra Lederhaut, Lowrank oder Highrank ist. Das wisst ihr doch bestimmt. Ich kenne euch doch, ihr kennt euch mit sowas doch aus. Je nachdem gehen wir da dann mal ganz kurz hin. Und schnuppern uns das ab. Und genau, dann brauche ich hier noch zwei Killerkäfer, die hoffentlich im selben Gebiet sind wie Remobras. Low Rank, alles klar. Was geht? So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Yo, also mir geht's gut, Niklas. Ich habe gleich meine neue Rüstung. Ich werde gleich nicht mehr so hart platt gemacht. Das ist das erste Mal, dass wir im Online-Stream was Sinnvolles machen und nicht nur die Story durchspielen. Und tatsächlich was ordentliches farmen, wofür es eigentlich gedacht war. So mehr oder minder. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwo Remobras finden. Im Himmelsberg. Heißt, ich hoffe, dort gibt's Killerkäfer. Dann geht die eine Hälfte von uns Remobras jagen und die andere Hälfte von uns geht Killerkäfer sammeln. Wobei ich zu der Hälfte gehöre, die Killerkäfer sammelt. Und nicht der Einzige bin, der bei dieser Hälfte mit dabei ist. Man könnte es auch ein Viertel nennen, aber dann müsste man ja Mathe können. So, Wettsteine sind auch nochmal mit am Start. Und dann können wir noch was Schönes essen gehen, so wie Superzerleger. Sowas gab's doch, oder? Soldaten auswählen, Drachenhaupt, Kirinbutter, Scharfschütze, Verteidigung, Waldmann. Der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und Charisma. Stimmt, ich wollte doch hier die Gemüseältesten noch aufsuchen. Ich habe doch da jetzt mein Scheinchen mit dabei. Nevermind, ich will keine Remobras schlafen schicken. Gute Idee. Und Verliehene Charisma ist aktiviert. Wunderbar. Und einen Schalljahrbogen haben wir damit dabei. Kuschala Knorrer, alles klar. Giftbeschichtung, Wechselwirkung? Ermöglicht Giftbeschichtung, wenn der Bogen ausgerüstet wurde. Ah, Verwendung. Das sind geile Sachen. Da kann ich einfach eine Kraftbeschichtung, Verwendung mit reinmachen und dann ist bei mir jeder Bogen gleich gut. Hast du mir gerade den Arsch versohlt? Junge, das macht man nicht. Und wenn, dann musst du selber ein bisschen auf Prügel eingestellt sein, weil das ist zu hoch. Hier, Schattenboxen. Schlagen wir mal kurz um. Kann ich nicht irgendwie einen Tritt gegen das Schienbein machen? Lick der Ass. Warte, das kriegen wir besser hin. Kriegen wir viel besser hin. So.
Du musst einen Schritt zurückgehen. Dann passt es auch. Ansonsten sieht es ungünstig aus. Ja, stellt euch hinten dran, hinten und vorne einer. Alles klar. Und dabei zu schlagen ist nicht fair. Muss ich auch mal kurz sagen. So, Zarok geht sogar nackt, wie es aussieht. Ist ein ganz harter hier mit am Start. 1000 Grad fatales Knife vs. Remora. Jo, alles klar. 1000 Grad Knife Challenge akzeptiert. Darth Plagueis. Kann ich Richtung weisen machen? Auch wenn wir es da zeigen. Hashtag Smack That Booty. Ja, sehr schön. Hast du toll gemacht. Hat gewabbelt und geschwabbelt, so wie es das immer tut, wenn ich aufstehe. Schön. Und Nixos Mixos hat uns einen Zug geschickt. Auch toll. Dann, Zeitlimit 50 Minuten, das sollte hinzukriegen sein. Ich nehme wieder die geilen simpen Schallbomben mit. Der Lockschrei. Der Paarungsruf. Unsere Remobras ist wieder am Start, damit sie so viel Blut in ihre geilen Schwänze pumpen, dass sie vom Himmel fallen, weil sie nicht mehr genügend Blut haben, um ihre Muskeln zu bedienen. Wunderbar, grandios, Biologie vom Feinsten. Man könnte auch meinen, dass sie benommen werden durch den Schall, aber dann müsste ich laut schreien, dann würde es auch funktionieren. Also kann das schon mal nicht der Fall sein. So, ich sollte jetzt weiterhin daraus Ausschau halten. Ah, keinen Schmetterling zu übersehen. Denn die werden wichtig. Schön, haben wir schon mal den Käfer wieder mit dabei. Auch wenn das Killer wieder fehlt. Sind leider keine Killer hier unterwegs. Müssen wir es ohne machen. Da kam plötzlich ein Chica gelandet. Der ein bisschen Pantomime gegen die Remobras macht. Auch schön, ne? Muss man mal sein. Trocken. Nein! Ach du Scheiße. Verfickte Schlange, du. Gespaltene Zungenschlange. Was sollte der Kack? Irgendjemand häutet geradeaus. Oh, da sind tote Remobras. Ich bin... Oh, am Start. Könntest du mal aufhören, mein Remobra-Kumpel zu essen, Remobra? Ist auch nicht nett. Streifte Haut bloß. Hey, 5 aus übrig, da liegt der nächste. Ich muss hier vom einen Sammelplatz zum nächsten rennen. Auch ganz toll. Gestreifte Haut. Och, Mann. Ich brauch... Ey, nein. Ich brauche doch bloß 2 Stück. Das kann doch nicht so hart sein. Also wirklich. Wo das Fliegen gehen hier auch ganz geil wäre, wenn der einen an die Luft schmeißt, um den Remobra zu treffen. Yes, das erste. Problem ist bloß, das wird nichts, weil man sich gegenseitig nicht die Remobras richtig sehen kann. Also weil die halt gedesynkt sind. Und jeder andere Remobras hat vom Kampfplatz her. Das ist echt nichts mehr zum Sammeln? Ach komm schon. Irgendwo müssen sich doch Jack the Ripper Käfer verstecken. Oder Hannibal leckt gut Käfer. Ah, meine Güte. Aber hey, Wesen kann ich nochmal kurz abbauen. Ah nein, ich habe keine Spitzhacke mit. Verdammt. Wer macht mich danach wegen ohne Rüssi? Also okay. Meine, ich höre sogar Banabras. Warum sollten die einen Käfer da sein und die anderen Käfer nicht? Dann gehe ich schon mal zum nächsten Gebiet, wo man Remobras jagen kann. Ich gehe schon mal vor sozusagen, weil ich natürlich als erster da sein will, um das meiste erledigt zu haben, die meisten Monster vernichtet zu haben. Ich bin falsch, ne? Ah, hier gibt es die Gemüseältesten. Mr. Blauspatzi, dich ignoriere ich mal ganz kurz. Hey, Bro. Ja, nicht hier in der Gegend, mal nicht so viele Leute. Hast dich verlaufen, Frischling. Aber hallo, G.A. Bronzeschein. Ist das nicht ein das Exemplar davon? Habe hier was Schönes, das ich dir geben möchte. Wie wär's? Yo, dein Objektbeutel ist voll. Muss mich auch noch beeilen, damit wir jetzt schnell tauschen können. Komm, red mit mir. Sprich mich an. Ignoriere mich nicht. Ich habe gerade die Gegengifte wegen dir weggelegt. Doch Gott, verdammter alter Knacker. Oh, die Quest ist vorbei. Ich sehe leider nichts mehr. Jetzt habe ich nicht mal mehr die Remobras aushalten können. Jetzt konnte ich nichts machen. Scheiße, könnt ihr mal aufhören, so produktiv zu sein? Ich kann da nicht mithalten. Scheiße. Ich sehe nichts. Nichts zum Abbauen, nichts zum Sammeln, keine Remobras. Renoblos, hey, fängt auch mit R an. Grandios.
War nicht da links hinten irgendwann ein Schmetterling? Jetzt zumindest gerade nicht. Fuck it. Das ist doch scheiße. Quest erfüllt. Yay, toll, ich freue mich. Und Immortal Tiostra, willkommen im Stream. Er meint, er kommt endlich mal dazu einzuschauen. Freut mich für dich. Freut mich allerdings nicht für dich, dass es gerade ein Stream ist, wo wir uns die Gormagala-Rüstung farmen und ich nur noch, hey, ich glaube eine Remopra-Lederhaut brauche und Killerkäfer. Gott, verkackte Killerkäfer. Wir haben vor allem für die 7 Remopras fast genauso lange gebraucht wie für so ein Gormagala. Spricht nicht für den Gormagala. Und Darth Legis fliegt so 10 Minuten aus dem WLAN raus. Oh, das ist jetzt ungünstig. Ich will scheiß Killerkäfer noch bekommen. Könntest du mir kurz, bevor du rausfliegst, noch sagen, was ich brauche? Also er geht jetzt mal. Nein! Du musst mir noch sagen, was, wo ich Killerkäfer finden kann. Nicht die Steppe, das weiß ich schon. Aber wo dann? Urwald, Frosteweg. Urwald klingt gut. Komm, auf geht's, Urwald. Wir beeilen uns, wir schaffen das. Und Chica ist gegangen. Wer will, kann beitreten. Aber erstmal, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehe, der nächste ist da. Vielen Dank fürs Mitmachen, Darth Plagueis wahrscheinlich dabei zu haben. Ich brauche doch nur gottverkackte Killerkäfer noch. Und vielleicht Remopra heute, das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall Killerkäfer. Das kann doch nicht so hart sein zu finden. Ich weiß, ich habe schon mal in... Da hat sich gerade einer wegteleportiert, der wollte nicht mitmachen. Einmal schon Ewigkeiten dafür gebraucht. Ich will das allerdings jetzt auch nicht online machen. Das ist doch scheiße. Okay, Crawler will seine Revanche. Alles klar, steht 2-2. Gleichstand, ich muss kurz beweisen, wer hier der geilste Ficker ist und dann geht's weiter. In der Zeit könnt ihr euch schon mal überlegen, ob ihr mit die Sammelquest wollt oder nicht. Komm schon! Yes! Easy, 3-2. Da ist der wahre Meister wieder am Drücker. Schön. Urwald, Frosteweg, Himmelsberg. Okay. Und Michael ist auch mal weg. Tschüss, Michael. Okay, wisst ihr was, wir machen einfach eine normale Quest. Also eine Quest, die ich wirklich machen muss, damit ein bisschen was passiert. Und ich immer, wenn ich eine Abbaustelle sehe, gehe ich dahin. Wir machen das jetzt einfach nebenbei ein bisschen. Das ist, glaube ich, besser. Glaube ich, speziell. Seht ihr, wir müssen jetzt eh noch solche Billo-Quests machen, wie 20 Banabras. Banabra-Blutbad. Und beim Banabra-Blutbad gibt es immer Käfer als Belohnung. Sage ich euch jetzt. I'm calling this shit. Dass wir nach den Banabras einfach mal einen Killerkäfer bekommen. Vertraut mir. Trust me, I'm an engineer. With epic skill and epic gear. Und Crowdon will nochmal platt gemacht werden. Alles klar. Ich muss mal kurz meine Ehre verteidigen. Und dann geht's weiter. 3, 2, 1. Und let it rip. Ikuse. It's time for a Tucket-Duell. Das kann doch nicht. Wenn ich wenigstens wüsste, was man beim Armdrücken drücken müsste, dann könnte ich auch easy eine Win-Strategie aufstellen. Okay, ich probiere mal was. Let's try it out. Obwohl, nein, ich probiere nichts aus. Ich muss gerade gewinnen. Probiere ich beim nächsten aus. Um zu schauen, ob meine Theorie dann dahin geht. Oh, fuck, stimmt. Das kann doch nicht. Two in a row. Fuck it. Okay, gerade ist er vorne. Das können wir so nicht lassen. Das ist aber auch scheiße knapp mit ihm. Okay, steht 4-3 gegen mich. Das muss jetzt ein Sieg sein. Wahrscheinlich hat er einfach kurz die Hex angemacht. Auto-Aimbot und so. Ja, aber gegen Aimbot hilft halt Skill. Guten Abend, Ryoku Daniel. Willkommen im Stream. Und Zarok drückt nur A, deswegen verlierst du auch immer. Es gibt eine Quest auf Stufe 2 mit Kongalala, wo man eine 10% Chance in der Belohnung hat. Vielleicht... komme ich ja. Okay, erstmal für alle, die noch mitmachen wollen, Versammlungshallen-ID jetzt eingeblendet. Könnt ihr euch aufschreiben, könnt das Stream pausieren. 660567447833759. Passwort ist die 4321. Und Crowdon, es ist unentschieden. Ich weiß. Get back into business. Und no Banabras haben keine Killerkäfer. Ich will die Quest trotzdem jetzt schnell machen unter dem Vorwand. Das kann doch nicht... Oh, fuck, so schwer sein. Willst du mich verarschen?
Es bleibt bei 50-50, das kann nicht sein, auch wenn ich gerade hinten bin. Okay, letztes Mal. Egal wie es ausgeht, danach geht's auf die Quest, okay? Sehr schön. Es muss an der Waffe liegen. Die beeindruckt meinen Charakter einfach so sehr, weswegen er dann dahin geht, nicht weitermachen kann. Und deswegen immer wieder besiegt wird. So, jetzt habe ich wieder relativ alleine. Ja, ich spiele ab und zu noch Monster Film Unite. So, Groudon, ruchloser Eroberer, das geht bei der Quest komplett in Ordnung. Wobei ich da tatsächlich eine Shotgun mehr empfehlen würde. Oder, okay, Bogen nicht. Lightbowgun schon wirklich mehr. Wie gesagt, das war das letzte Mal. Wir machen nach der Quest weiter, okay? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur mit dir Armdrücken machen. Komm schon. Du führst nicht. Es ist Gleichstand. Galan, ich zähle wieder bis drei. Wenn du dann nicht hier stehst, dann legen wir los. Okay? Kurz den Twitch-Chat abwarten. Delay sind 3 Sekunden, 5 Sekunden. So. Oh, alles klar. Das Androhen hat schon gereicht. Sehr schön. Ja, wir machen nach der Quest nochmal. Keine Angst. Banahapra. Das sind wirklich Banahapras? Das fickt mich jetzt mental voll. Banahapra. Oh, und Ryoko ist mit dabei. Sorry, du darfst leider keine 20 Banahapras mit uns jagen. Tut mir leid. Ich führe mit 1. Stimmt nicht, es ist unentschieden. Ich habe mitgezählt. Sollte unentschieden sein. Ryoko, betrink dich kurz an der Bar. Wir sind gleich wieder da. Kannst auch schon mal dir High-Rank-Zeug aussuchen, denn mehr als High-Rank darfst du leider nicht tragen. Oder ohne Rüstung gehen und nur High-Rank geht auch in Ordnung. Hauptsache ist, dass deine Waffe nicht auf G-Rank-Niveau ist, damit die Quests noch halbwegs schwer werden und gegebenenfalls die Möglichkeit besteht, dass ich verkacke. Dass wir als Team verkacken. So, also ich treffe dich. Okay, die Möglichkeit, dass ich verkacke, ist scheinbar sehr stark gegeben, weil ich selbst solche gottverkackten Banabras nicht treffen kann. Komm, Geface, auf den Boden der Tatsachen zurück. Dankeschön. So, du bist vergiftet. Stirb langsam und leise. Okay, sehr schön. Da kann ich es auch aushalten. Gibt sich auch Waffen und Rüstung von Banabras? Ey, Crawler bereitet eine Bombe vor. Wenn er wieder die Dummy-Bomben mit hat für Banabras, ist das auch wieder ein bisschen Overkill. So, wir halten das Ding mal ganz kurz aus und Crawler ist paralysiert. Ich bin nicht der einzige inkompetente Jäger hier. Crawler hat das Spiel verlassen. Alles klar, also 20 Banabras zu 2, Zarok. Du machst das, ich muss Killerkäfer sammeln. Die sind wichtig für die Rüstung. Scheiße, Mann. Alter, könnt ihr kurz weggehen, Alter? Ruf ganz kurz, ich mach auch nix. Hört auf, mich zu töten. Ich find das nicht schön mit dem Gruppenkuscheln. Doch, kommt schon. Ich will jetzt auch nicht gegen euch sterben. Habt ihr das verstanden? Sehr toll. Geht mal ganz kurz weg. Es hätte nicht sein müssen, aber ihr habt mich dazu gezwungen. Ey, guck mal, ich kann den Alterhof aushalten. Auch mal eine Besonderheit. So, kurz den Megatrank zu mir nehmen. Die Welt ist eher gekommen. Er hat eine getötet. Okay. Ist nur halb so schnell wie ich. Geht ordentlich. Und wir kriegen noch einen Alterhof Magen. Wunderbar. Jetzt gib mir meinen verkackten Killerkäfer. Ist nicht gut. Das wird den Rest des Let's Plays so gehen. Der hat keinen Bock drauf. Ja genau, Ryoko, Low-Rüssi und Waffen muss ich dann welche kaufen. Ja, du musst dann welche kaufen, Nixos Wixos musste sogar schon Sachen von sich wegwerfen, damit er beim Low-Rank mitmachen kann. Also mit High-Rank-Sachen dann mitmachen konnte. Ist leider Pflicht hier mit drin. Boah, Alter. Das wird noch Ewigkeiten dauern. Und ich werde ohne Killerkäfer hier hervorgehen. Aber hey, wir haben die Quest wenigstens geschafft. Warum müssen wir die eigentlich machen? Also. Ach, wir müssen sowieso als Nebenquest Alterhoffe töten. Alles klar. Brünette. Sexy Debütante. Was? Ich soll bei der großen Soiree heute Abend irgendeinen alten Sack tragen? Ich will mich schon fühlen. Und dafür brauche ich Banabra-Material. Hallo? Besorg mir, Face, welches.
Okay. Eingebildete Schnepfe, nicht mehr so. Sexy, hat sie sich gerade verspielt. Sehr schön. Stückchen für Stückchen erledigen wir die Banabras hier. Ich habe immerhin ein Drittel erledigt. Ich finde die ja nicht mal. Sonst sind die immer überall, nervt nicht in jeder Lebenssituation. Aber nicht hier. Nein, hier nicht. Hier findest du keine. Es ist wie wenn du in irgendeinem Laden was stehlen willst. Willst du was fragen? So hier, wo finde ich die und die CD? Ist keiner da. Niemand, aber hast du dann gefunden und willst sie stehlen? Ja, dann 1000 Leute um dich ringsrum, beobachten dich Bodyguards, irgendwelche alten Omis aus der Nachbarschaft sind eh die besten Überwachungskameras. Das ist einfach so. Und das ist einfach asozial. Ich hätte eine stärkere Waffe mitnehmen sollen. Ich krieg selbst die Käfer hier nicht wirklich platt. Okay, aber gut. Nächste Killerkäferstelle. Und wir kriegen Spinnennetze. Es ist nicht perfekt. Es ist auch nicht toll. Aber warte mal, er hat mir vorhin geschrieben, wo ich euch finden kann. Auf Queststufe 2 gibt es eine Chance und sammeln kannst du Urwald, Frostseeweg und Himmelsberg. Alles klar, Vulkan stand nicht mit dabei. Wie heißt das Gebiet hier? Hohlsenke. Alles klar, hier kriege ich auch keine Killerkäfer. Ich hätte vielleicht zuerst auf das hören sollen. Oh, guck mal, ein Gypsoros, was er mir gesagt hat, aber gut. Naja, ich würde sagen, wir machen eine Challenge draus. Das muss ja irgendwie geil werden hier, ne? Ich werde dreimal sterben. Was? Genau, wir machen eine Challenge draus. Was passiert zuerst? Entweder sterben 20 Banabras oder 18 Banabras durch die Hand von Zarok oder ich sterbe dreimal durch die Hand des, oder den Schnabel, den Fuß, den Schweif, den Schwanz des Gypsoros. Was? Ja, was wird es sein, was eher passiert? Ich gebe an, dass ich ein harter Gegner sein werde für Zarok mit dem Sterben. Heißt, er muss sich jetzt ein bisschen sputen. Denn ich werde erbarmungslos vernichtet werden von diesem unglaublich starken, muskulösen, überhaupt nicht wie ein Sack Dreck aussehenden Monster oder Missgeburt eines Gypsoros. Vor allen Dingen, weil ich hier mit meiner wunderbaren Giftwaffe kämpfe und nicht bereits mit Langschwert eiskalte 10 Minuten gebraucht habe für so ein Gypsoros. Mit einem Langschwert, was die richtigen Elemente auf meiner Seite hatte. 10 Monster übrig. Fuck, das wird knapp. Denn ein weiterer Contestant ist in den Ring getreten. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht schaffe ich es ja sogar, vor Zarok den Gypsoros zu töten. Also bevor er die Banabras getötet hat. Das, meine Damen und Herren, ist das neue Doku-Soap hier auf Deus Nemesis, auf DNX. Schnell drehen. Easy. Das will ich nachher mal probieren mit irgendjemand, der nicht Nixos Wixos ist, gegen mich Armdrücken macht. Will ich mal probieren, einfach bloß die Kamera zu den linken Analogstick zu drehen und zu schauen, ob das vielleicht auch schon ausreicht. Wenn man gar nicht erst alle Tasten wild drücken muss. Alter, ich krieg so viel Schaden. Und das ist der Grund, warum ich die Killerkäfer brauche für die neue Rüstung, um nicht so verkackt viel tödliches Schaden zu bekommen. Mach da hinten, was du willst, ich klettere kurz hier nach oben. Mal ganz schnell, ignoriere mich, du kommst wahrscheinlich eh gleich hochgerannt, ne? Ja, das sieht sehr nach Hochrennen aus. Ne, er beißt nochmal. Okay, das Licht geht natürlich durch den Berg durch. Oh shit! Und da ist er auf meinem Niveau. So schnell kommt man da hoch. Also, dass er dafür nicht runtergehen musste, ist eigentlich ein Wunder. Aber hey, was soll's. Versuchen wir nochmal ganz kurz irgendwann irgendwie ein bisschen Skill zu entwickeln. Ich meine, ohne Challenges wird das nämlich nichts. Oh, fuck. Wunderbare Idee, da reinzurollen. Nein! Bleib weg von mir. Es ist eklig. Mach das nicht. Ich mag das nicht. Ich bin da noch ein bisschen penibel, wenn mich andere Männer mit ihrem Schwanz zu nahe kommen. Tut mir leid, aber deswegen habe ich auch bei Nixos Wixos noch abgelehnt. Ich habe da noch ein bisschen Angst vor. Es wäre mein erstes Mal, das will ich nicht während eines gottverdammten Kampfes in meiner Rüstung haben. Dankeschön. So, jetzt mal kurz ein Staggerer, wäre nice. Andernfalls kann ich auch einfach blocken.
Mein dafür habe ich mein Schild. Deswegen mag ich die Waffe so, weil ich blocken kann. Auch wenn ich es eigentlich nie in diesem Spiel wirklich mache. Der Bildschirm ist zu klein, deswegen komme ich nicht auf die Idee zu blocken, weil mein Schild halt wegen dem kleinen Bildschirm noch kleiner aussieht. Aha. Ausreden confirmed. Aber hey, ich glaube, ich habe ihn sogar wütend gemacht. Und ich bin überrascht, dass man den Gypsoros überhaupt vergiften kann. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass das ein Ding der Möglichkeit ist. Aber so wie es aussieht, habe ich mich dabei so ein bisschen wie geirrt. Och nein. Shit. Da haftet die Scheiß mal wieder an mir. Gegengift musste ich ja nicht mitnehmen. Hi, Gypsoros. Du bist ganz lieb und nett. Ich habe gehört, du bist ein ganz freundlicher kleiner Vogel. Niemand kam je auf die Idee, dich zu beleidigen. Auch noch 5 übrig. Fuck. Muss mich ja sogar noch ein bisschen beeilen. Müssen wir mal kurz auf eine Reitertour gehen. Willkommen, Sinus Abenteuer im Reiterhof. Jetzt exklusiv mit kleinem Dolch im großen Monster. Irgendwie muss man sich ja festhalten. So, da geht auch er erstmal wieder down. Schönes Ding. Fuck, man, scheinbar scheint Zarok gerade sehr gut darin zu sein, die Challenge zu gewinnen. Congratulations erstmal dafür, aber ich bin eh gleich einmal tot. Also zumindest einen Tod muss ich nach guter alter Monster Hunter Mann hier dem guten Gypsoros sowieso schenken. Oh. Er kommt her und heilt mich. Was für ein fairer Mitkämpfer. Er will einfach die Challenge nicht verlieren. Cheater. Betrug. Gott, verkackter Betrug. Nice. Wie kann er es wagen? Wie kann er es wagen, unsere schöne, faire Wette einfach so zu zerstören? Ich meine, ich gebe doch schon mein Bestes, dem Gypsoros eine gute Chance zu geben. Ich lass mich doch schon extra vergiften, deswegen. Wie nice war das denn von ihm? Okay, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen beeilen. Okay, das schaffe ich nicht. Vielleicht doch, vielleicht wäre es knapp geworden, egal. Jetzt liegt er nochmal ganz kurz. Ich sehe es schon, Zarok kommt gleich wieder hergerannt und heilt mich nochmal. Aber nein, wie gesagt, es war dreimal sterben, bis die Challenge vorbei ist. Und dreimal wird es halt echt schwierig. Da muss ich, da gibt es jetzt endlich mal richtig ins Zeug legen. Da weiß ich nicht totstellen. Ah, guck mal, er humpelt nicht mal weg. Was habe ich auch anderes erwartet? Er läuft hier ganz mutig den Berg hinauf und hebt ab. Nichts hält ihm am Boden. Alles blass und grau. Okay, ich brauche mal kurz... Obwohl, ich habe eigentlich genügend Tränke und Megatränke. Wir können auch ein bisschen schlucken. Müssen wir nicht mehr so viel rausspucken. Einfach alles hinterwerfen. Grandios. Dino, bei mir hängt dein Stream alle 5 Sekunden und die anderen nicht. Was? Mann, ich hasse es. Wo bekomme ich Marilita her? Also eigentlich habe ich eine hervorragende Leistung und keine verworfenen Frames. Theoretisch sollte es nicht hängen. Praktisch kann es auch anders sein. Aber ich bin der Meinung, ich habe alles richtig gemacht. Tut mir leid, wenn das trotzdem bei dir hängt. Weil die Aussage, dass es nicht bei dir hängen sollte, hat, glaube ich, nicht den gewünschten Placebo-Effekt. Also, ich glaube nicht, dass es deswegen aufhört, bei dir zu lecken. Das muss ich leider zugeben. Aber ich kann halt nichts daran ändern. Bei mir sagt jedes Programm, du machst das super, Sinu. Mach weiter so. Sogar die Aufrufzahlen sagen, du machst das super. Bloß Zarok hat Probleme. Der muss sich nämlich gerade Fuck, an die Quest sein. Vorhin waren noch 5 übrig. Scheiße, Alter, ich bin gleich tot. 2 noch. Oh, fuck it. Okay, ich hab Challenge für mich. Nicht sterben. Bis Zarok es geschafft hat, alle Balabras zu erledigen. Heißt, ich schluck erstmal meine Megatränke. Ich glaube, das mit Gypsoros töten könnte echt noch ein bisschen knapp werden. Ein bisschen sehr knapp. Vor allem, wie gesagt, Waffenwahl, Schaden, den ich bisher gemacht habe, KKG. Aber das Nicht-Sterben ist ja schon mal mit schwacher Rüstung ein guter Anfang in Richtung vielleicht doch noch irgendwann Skill bekommen. Kann ich hier springen? Nein, kann ich nicht.
ist leider kein Vorsprung. Du kannst da nicht runterspringen, lieber Sinu. Bin schon wieder vergiftet. Das ist äußerst ungünstig. Ja, flieg mal kurz gegen die Wand. Am besten macht ihr dabei noch selber Schaden. Sonst am besten mir nicht. Am besten wirklich nicht verwirrt werden. Das wäre noch am härtesten jetzt. So langsam komme ich ja mit dem Ausweichen auch hinterher. Ich bin ein bisschen eingespielter jetzt wieder und weiß auch, wann er, wie er, wo er was macht. Oh, Footsteps! Todes der Hölle! Und Zarok kann nicht rechtzeitig herkommen. Von der Zeit her, er kann mich schon mal nicht heilen. Ich habe Angst. Er macht das Ding doch bestimmt gleich kaputt, oder? Ja, I knew it! Alles klar. Oh nein! Also, oh ja! Ich habe ja dafür gestimmt. Sehr schön, ich bin nicht dreimal gestorben bis zum Tod des Gypsaros. Ich bin so stolz auf mich. Gut, ich habe auch den Gypsaros nicht getötet. Das, was meine Zweit-Challenge war. Aber ich habe ihn wenigstens so ausgelaugt, dass er hungrig ist. Das zählt vielleicht nicht ganz so stark, aber ist wenigstens nah dran. Und hey, wie gesagt, ich bin stolz, dass ich nicht gestorben bin. Wenn man bedenkt, dass ich beim Lila Gypsaros vorhin dreimal K.O. gegangen bin, ist das durchaus eine grandiose Verbesserung. Und wenn er jetzt noch wegkumpeln würde, wäre ich sowas von stolz auf mich, aber dafür habe ich mein kleines Messerchen, ich glaube, ich zu selten in den Arsch gerammt. Ansonsten, wie gesagt, der Schweif wäre sogar seine Schwäche gewesen, da bin ich ziemlich gar nicht drauf gekommen, weil ich auch gar nicht rangekommen bin. Ansonsten wäre er auch in mich reingekommen in dem Moment. Aber hey. Immerhin. Er läuft weg. Er humpelt noch nicht mal. Während ein Jäger 15 Mal nachbrass. Die gefühlt längste Zeit, in der ein Jäger Zeit messen kann. Gesammelt und vernichtet hat. Habe ich es nicht geschafft, einen Gypsaros zu plätten. Boah. Wie? Sagt mir, wie könnt ihr hier zuschauen? Ich verstehe es nicht. Kann mir wer das schreiben? Hab nur die Hälfte verstanden. Wo bekomme ich die Maralit-Erz her? Einfach bloß irgendwo abbauen. Erstmal Ryoku, willkommen im Stream! Woo! Jäger 999, hast dir widriges Zeug geholt. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich sehe, du hast dich angepasst. Willkommen bei uns und Crowdon ist wieder eingetreten. Dass ich auch Sachen gekauft habe. Ich sehe, ihr habt zusammen gegessen. Wunderschön. So, ich kam jetzt wieder ohne Killerkäfer raus, wenn man sie da ja nicht kriegen kann. Aber man kann sie ja irgendwo bekommen und es gibt bestimmt Quests an Orten, wo man es bekommen kann. Oh, hübsches Mädchen, da würde ich auf jeden Fall ja sagen. Allerdings Urwald. Arachnophobie. Nersgilla scheint unser nächstes Opfer zu sein. Wir könnten noch goldige Fische sammeln, aber nein, Nersgilla machen wir. Alles klar. Auf geht's, meine Freunde und Freunde, bereitet euch vor. Wir wollen die Spinne jagen. Wie hast du bei Unite die Sonderquest mit schwarzen Fatalis bekommen? Du musst dafür jede epische Jagdquest erledigen. Im G-Rank. Wenn ich mich recht entsinne. Dann solltest du die machen können. Es ist eine Weile her, dass ich die freispielen musste. Und ich habe sowieso jede Quest gemacht. Aber ich glaube, das war das Minimum, was du machen musstest. Wenn ich recht hatte. So ein paar mehr alter Roffe und wir hätten da die Sonderbelohnung auch noch bekommen. Aber hey, ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Bin nicht gestorben. Hooray! Man muss an den kleinen Sachen des Lebens festhalten. Ich nehme jetzt erstmal eine größere Waffe, damit ich mal was ordentlich Maskulinem festhalten kann. Und dann noch was damit. Mit Langschwert habe ich vorhin schon gekämpft. Eigentlich mache ich den Skiller immer mit Insektenklebe. Ich glaube, da können wir jetzt auch weitermachen. Heißt, wir nehmen unser Knochenklebe in die Hand. Das ist halt einfach alles noch Low Rank. Wir müssen irgendwann noch mehr farmen als bloß die Killerkäfer. Und dann am besten gleich High Rank Zeug. Aber gut, dafür ist halt die Rüstung essentiell. Was ich nochmal ganz kurz gucken will. Nur für den Fall der Fälle. Wo sind meine Spitzhacken? Kombinieren. Ah, okay, ich habe keine den Spitzhacken. Das hätte ja sein können. Wäre natürlich ziemlich geil gewesen. Leider nicht der Fall. Genau, hab's schnell gebaut. Hast du sehr schön gemacht, Ryoko Daniel. Grandios. Ja, Crowdon, ich bin gleich da. Muss kurz die Quest annehmen, damit alle schon mal, außer du, sich vorbereiten können.
Arachnophobie. So, der Skiller-Clown verletzen. Geht in Ordnung, merke ich mir, schaffe ich sowieso nicht. Hab ne nicht scharf genug Waffe. Und übrigens, Ryoko Daniel, falls du es noch nicht mitbekommen hast, es gibt hier eine unausgesprochene offene Regel. Jeder, der hier in das Ding mit reinkommt, muss erstmal Armdrücken gegen mich machen und ich muss der ungeschlagen ne Sieger sein. Das gibt's nicht. Bruce Crowder ist der Einzige, der mich regelmäßig platt machen kann. Es steht fast immer ausgeglichen. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich jetzt erst einen Punkt hinten liege. Aber ich muss es Gottverdammt nochmal schaffen. Ja. Meine Ehre zu behalten. Das gibt's doch hier nicht. Das heißt, Ryoko, komm mal her, du darfst auch nochmal Arm drücken. Du darfst nochmal hart gedrückt werden. Mein lieber Daniel. Nachdem ich jetzt nochmal Crowdon in den Boden gedrückt habe, bist du dran. Und zusätzliche Regel, Ausnahme Crowdon, wenn man mich beim Armdrücken besiegt, darf man die nächste Quest aussuchen. So, das heißt, Ryoku, komm mal kurz ran auf den Meter. Crowdon, geh erstmal weg. Du hast übrigens auch ruchlos Eroberer. Ich glaube, deine Waffe ist G-Rank. Die sieht mir zu hoch aus. Crowdon, deine Waffe ist zu hoch. Muss mal noch wechseln gehen. Ich weiß, du drückst gerne mit mir Arme. Aber das war's dann. Wie gesagt, Ryoko Daniel, ich hoffe, du hörst mich. Und Stream leckt nicht bei dir. Du musst dann nochmal herkommen. Und vom Armdrücken von mir besiegt werden. Jetzt bin ich auf jeden Fall vorne. Sehr schön, Crowdon. Gib dich geschlagen. Du bist ein Noob. Und geh mal schnell Waffe wechseln. Ich sehe, dass die nicht High Rank ist. So. Crowdon. Lass mich nicht wieder anfangen mit zählen. Du willst nicht wissen, was dann passiert. Ich zähle runter von 3. Dann gehst du und wechselst deine Waffe. 3. 3. 1. Und wir gehen. Siehst du? Hast du verkackt. So schnell kann's gehen. Obwohl du während der Quest wieder quittest. Da steht er immer noch da. Ah, nein, nein. Ja, du hast immer noch eine zu starke Waffe. Warte, ich hab keinen Bock mehr zu diskutieren. Wenn man ja jedes Mal. Wenn man mir jedes Mal sagt, dass Karthago zerstört werden soll. Irgendwann hat man keinen Bock mehr zu diskutieren. Das ist doch scheiße. Nein, niemals. Aber jetzt bist du mit dabei, das ist auch schon mal schön. So, und jetzt kann ich Killerkäfer kriegen, ne? Heißt, ich muss hier irgendwo. Zarok ist schon AFK, dem hat das zu lang gedauert. Wunderbar. Ich muss hier irgendwo ein paar Schmetterlinge finden, bei denen ich wunderschön sammeln kann. Und wie gesagt, Daniel, so nenne ich dich jetzt einfach mal, für seinen Regelbruch kick ihn einfach. Ja, welchen See kicke ich ihn? Wie gesagt, Daniel, es gibt dann nachher nochmal ein Armdrücken unter uns. Es wäre sehr nett, wenn du dann auch mitmachen würdest. So, wir haben denn erst Killer gefunden? Irgendwo Killerkäfer! Nice! Da ist die Nummer 1. Wunderschön. Und Killerkäfer Nummer 2. Geil, notropisch nochmal. Danke an Darth Plagueis für die ausführlichen Informationen, wo es diese grandiosen, wunderschönen Bestien zu finden gibt. So, den mal kurz angeschlagen. Ach, bevor ich es vergesse. Ich kick den. Warte, das ist Zarok. Da hinten ist Crowdon. Bleib stehen! Ich muss dich kicken! So geht das ja mal gar nicht. Und Crowdon ist wieder unten. Hi Daniel. Komm mal kurz mit. Siehst du, und du musst einfach bloß bei der Skiller hier oben auf die wunderschönen Klauen hauen. Siehst du, da kommt sie auch raus. Da ist sie mit am Start, so einfach funktioniert das. So und nicht anders. Und dann kannst du auch nochmal ganz kurz schnell mitreiten. Habe ich schon wieder vergessen, Crowdon zu kicken. Verdammt, nicht gut. R-Taste. Boah, Alter, mach jetzt. Mach mir keinen Abgang, ne? Fuck. Wenn die L-Taste jetzt schon einen Abgang macht, dann wenn die R-Taste auch noch weggeht, bin ich am Arsch. Weil, ja, wirklich noch am Arsch. Weil das R kann ich ja nicht mehr schreiben. So, dann kurz das Ding losschicken, mein Freundchen. Ah, weiß ist nice. Und jetzt ungefähr den Kopf treffen. Das sollte mir ein bisschen Rot geben. Ich habe gar nichts getroffen, ne?
Und ich habe sie fliegen gesandt. Auch gut. Hier irgendwo muss doch irgendwas sein. Wo ist mein scheiß Insekt? Wo ist mein Gehilfe? Komm zurück und flieg. Und triff irgendwas, Gottverdammt. Dankeschön. So sieht gut aus. Und die Krallen geben mir, glaube ich, rot. Also, schieß mal kurz ein bisschen Markierungssäftchen. Ah, ich treffe nicht. Gut, ist mir auch egal. Manchmal musst du auch einfach so kämpfen mit dem, was du hast. Kannst du sie halt leider nicht mehr holen. Wo willst du es auch hernehmen, wenn du einfach immer daneben schießt? So, guck mal, flieg nochmal schnell los. Mittendrin irgendwas werde ich schon treffen. Irgendwas hat uns hochgeschleudert. Ist wahrscheinlich ein Growler mit einem großen, Schild und Schwert. Ist wahrscheinlich ein Zarok mit seiner Morphaxt. Sehr effektive Fliegmethoden hier. Flugmethoden hier. Warte, springen. Und losschicken. Es geht gar nicht im Flug, ne? Aber ich kann abschießen. Und das ist auch weiß. Nein, ich habe rot getroffen. Keine Ahnung wie, aber ich hab's. Komm zu mir. Und Super Saiyajin-Modus aktiviert. Es ist tot. Maudon, und das ist der Grund, warum du eine schwächere Waffe nehmen sollst. Der Kampf ging noch nicht mal los und das Monster war tot. Ich bin gerade warm geworden. Und da ist das Monster weg. Ich will 15 Minuten Gypsoros-Kämpfe haben und nicht 2 Minuten der Skiller. Aber hey, wieso habe ich die Killerkäfer? Ach ja, warte, da war was. Groudon, jetzt kick ich dich. Ganz einfach. Zack, Treffer. Da bin ich der Kickmeister. Kickeliki. Scheiße, Mann. Du hast einfach den stärkeren Fuß. Aber das Schienbein kann nicht besser anvisieren. Das wird noch. Das ist auch toll, wie Ryoko und Zarok einfach nur dastehen. Ha! Arschtritt, verpasst. Ja genau, ich will nicht, dass es so schnell geht. Deswegen Regelbruch und so. Ist ja langweilig, genau. Okay, erstmal kriegen wir hier nochmal eine Gummihaut Plus. Wunderschön, wenn ich wieder jemals hübscheres Sachen machen wollen würde. Haben wir vorbereitet, eine Skiller Clown Plus. Bisschen Money. Hüter Klaputo abgegeben und viel wichtiger. Jetzt brauche ich meine Rüstung. Und... jetzt, Daniel, machen wir nochmal das Armdrücken. Auch ganz wichtig. Und dann, Crowdon, wenn du nach dem Armdrücken immer noch deine scheiß G-Rank-Waffe in der Hand hast, kicke ich dich aber wirklich. Dann mache ich meine Drohung auch wirklich wahr. So. Die Waffe heißt auch rechtmäßiger Streich. Ist auch nice. So. Ich stehe schon mal auf der Gewinnerseite bereit. Auf jeden Fall, dass Daniel irgendwann reinkommt. Momentan schreibt er noch im Chat. Erstmal kommt Crowdon mit dazu. Will nochmal auf den Boden fliegen. Und wenn ich das sage, liege ich danach. Aber wir können ja einfach weiter versuchen, unser Bestes zu geben. Und verlieren. Jetzt bin ich wieder auf Gleichstand. Daniel, stell dich einfach an. Drück einfach A. Du schaffst das. Daniel? Ja, sehr schön. Und auf geht's. Jetzt darf ich nicht wieder verlieren. Das wäre jetzt bitter. Wenn jetzt plötzlich ein zweiter Herausforderer kommen würde, der den grandiosen Sino in irgendeiner Weise besiegen könnte. Aber das ist nicht der Fall. Es ist immer noch nur Crowdon, den ich jetzt kicken kann, weil er seine Rüstung, seine Waffe immer noch nicht geändert hat. Crowdon, die Aussage war, du hast deine Waffe geändert, nachdem wir mit dem Armdrücken fertig sind. Du stehst immer noch hier und schaust zu. Siehst du, wo der Fehler liegt? Gleich siehst du es nur noch im Stream und nicht mehr in der Live-Übertragung. Oh, ich habe gerade Scheiße gedrückt. Ich habe gerade einen Krampf in den Arm. Reicht trotzdem. Sehr schön. Okay. Ich mache noch einmal Armdrücken mit dir. Und dann schmeiße ich dich raus, wenn du... Daniel, einmal hätte gereicht. Und Gordon ist weg. Okay. Wieder Instant-Teleportation. Und bam. Da fliegt der nächste weg. Wenigstens das funktioniert. Und Crowdon hat das Blutschwert, was wesentlich mehr meinen Aussagen entspricht. Vielen Dank, Crowdon. Ich sehe, du bist doch irgendwann einvernehmlich dabei, die Waffen zu wechseln. Denn genau das muss ich jetzt eh auch nochmal machen.
Allerdings Rüstung wechseln. Wir brauchen jetzt noch 2 Golden-Magala-Teile, die ich mir rein in der Theorie auch beide bauen können haben müsste. Rüstung schmieden. Meine Beinchen, damit ich nicht mehr so dünn aussehe. Nein, es fehlt noch eine Remobra-Lederhaut. Ihr da drinnen, ihr dürft schon mal die Remobra-Quest annehmen. Irgendwas musste ja fehlen. Und so war es halt die Remobra-Lederhaut. Scheiße. Aber ich rüste den Rest schon mal aus. Dann sehe ich nämlich stylischer aus. Der auch schon mal was Schönes. Und ja, das heißt, wir machen jetzt nochmal einen Remobra. Ich kann ja meine Ausrüstung nicht ändern. Gut, aber ich will jetzt eine Hose angezogen. Ganz wichtig. Hüftgurt. Die wichtigsten Teile wurden bedeckt. Ey, guck mal, da wurde eine Quest angenommen. Partyhosen? Warte, nein. Das muss. Sorry. Nicht irgendeine. Das muss Low Rank sein. Schön, dass du es gemacht hast, Crowdon, aber die Quest muss Low Rank sein. Weil leider das Zeug, was ich brauche, Low Rank ist. Außerdem sind dann weniger dabei. Also ja, danke fürs Annehmen. Aber du warst vorhin scheinbar nicht dabei, als es hieß, es sind Low Rank Sachen. So, wir brauchen nämlich die Remobra Heilmittel. Obwohl die Tanzhosen natürlich auch verdammt geil sind, muss ich zustimmen. Aber hier ist die Chance einfach höher. So, dieses Mal bin ich auch aktiv mit dabei, weil ich keine Killerkäfer sammeln muss. So ein gutes Gefühl. Und wir warten auf unsere Teammates. Sehr schön. Und sie kommen wie gerufen in dem Moment, wo man von ihnen spricht. Sehr fast wie bei Bloody Mary. So. Die müssen sich noch irgendwie vorbereiten. Könnten ja ganz schwierige Monster währenddessen auftauchen, so wie ein Gypsoros zum Beispiel. Den dann zu besiegen ist auch ganz hart, deswegen nehme ich erstmal die Maxi-Tränke mit. Ich weiß einfach nicht, was ich drücken soll. Er hat eine G-Waffe. Die ist Rare 8. Das heißt, blau ist auch Rare 8, aber Zarok hat auch blau. Und Zarok ist aber halt hellblau. Er hat ein anderes Blau. Was Gold. Dein Helm ist aber auch. Oh, ist mir scheißegal. 8 ist immer noch besser als 10. Und 7 ist besser als 3. Haben Forscher herausgefunden. Es geht in Ordnung. Es ist besser als alles, was er davor hatte. Ich habe einfach keinen Bock mehr zu diskutieren. Eigentlich sollte es sein, ich sag was und dann ist gut. Und das ist auch der Grund, warum ich kein Lehrer werde. Ich kann da keinen aus der Lobby kicken. Das wäre auch geil. Das ist halt so nach dem Motto, ich stell dich vor die Tür. Aber das interessiert die Leute halt nicht, weil... Macht keinen Unterschied. Haben sie halt trotzdem keinen Unterricht. Das macht sie jetzt nicht zwangsweise besser. Außer, eine Lehrerin bei mir hatte mal die Theorie oder die Aussage, sie hat ja eine Aufsichtspflicht. Und dementsprechend muss sie ja darauf achten, dass alle Leute, die in irgendeiner Weise zur Klasse gehören, beaufsichtigt sind. Wenn sie jemanden vor die Tür stellt, ist der nicht beaufsichtigt, logischerweise. Und dahingehend hat sie die Regelung eingeführt, die Leute, die rausgeschickt wurden auf den Gang, weil sie halt stören und rausgeschickt werden mussten, mussten die Türklinke runterdrücken, damit sie noch gesehen hat, ob sie da sind und somit ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt. Und das, ach, fickt euch, hat den grandiosen Vorteil, dass dieses draußen rumstehen wirklich eine Bestrafung ist. Weil du die ganze Zeit gedemütigt auf diesem scheiß Gang stehen musst und die ganze Zeit deine scheiß Hand an der Klinke haben musst. Und das ist vielleicht mal, wie die Wortwahl vielleicht schon vermuten lässt, echt einfach nur beschissen. Nicht nur langweilig und kacke, sondern wirklich beschissen. Ich krieg keinen Remobra tot. Bam! Double Kill! Oh yeah! Geilo Dronig Yasinu hat wieder zugeschlagen und den Double... Okay, den Single Kill rausgeholt. Die andere Hälfte des Double Kills wurde plötzlich durch ein Wunder wiederbelebt. Ein Wunder der Medizin ist geschehen. Oh, danke, Crowdon. Ich weiß es zu schätzen, dass du wirklich diesen Remobra hier angreifen wolltest. Und da stürzt der nächste Remobra ab. Ja, Mai, passiert halt. Und ich hab die Lederhaut. Alles klar. Nope, Crowdon, so nicht. Und wir holten direkt mal den nächsten Remobra aus. Während der Rest der Armee
dich schon mal zu den nächsten Gefällen aufbegibt. Nein, Crowdon. So nicht. Lass mich doch in Ruhe. Ich mach sonst was. Manu kann den Stream leider nicht gucken. Euch noch viel Spaß. Oh, sorry, Nick, das tut mir echt leid. Dir auch noch viel Spaß. Alleine und ohne uns. Irgendwo in deiner Ecke. Beim Zocken natürlich. Viel Spaß, wirklich. Ich mach sonst was. Lass mich, ich kann das schon entscheiden. Und wer ist denn hier? Eine Ratian! Na, rate mal, wer von mir nicht getroffen wurde. Alter! Outplayed bei einer fucking Ratian! Ihr wollt mich doch verarschen! Oh, das gibt's doch nicht. Aber gut, es ist zwar nur eine Low-Rank-Ratian, sollte also auch dementsprechend schnell gehen, vor allem mit G-Rank-Equip. Vielleicht kriege ich hier nochmal kurz eine Ratian-Platte. Wäre auch zu geil gewesen. Wäre auch schön easy gewesen. So, und dann machen wir mal hier kurz einen Ritt auf der wilden Ratian. Ich bin drin. Kannst du schütteln, wie du willst. Mich kriegst du dann nicht mehr raus. Ist lang genug, bleib da hängen. Kannst du mir vertrauen. So, und das könnte knapp werden, wie sie mir alle zugucken. Da liegt sie extra für euch geplättet. Richtig schön und epiklichst noch den Schwanz gekattet. Wunderbar. Eigentlich ausgeritten, wollte ich sagen. Wie so ein altes Pferd. Also wunderbar. Ich bin geblockt. Das aber. Oh, Alter, war das knapp. Hätte sie sich jetzt durchgedreht, wäre ich weg gewesen. Okay, weggeflogen. Ich habe ja jetzt einen Talgor Magala. Ich gehe ja jetzt nicht mehr so schnell baden. Und schon gar nicht sterben. Habt ihr euch hier. Oh, fuck, mal den falschen rausgesucht. Und mit epischem Sprung auf sie drauf. Und den Ritt eingeleitet. Verdammt. Sie wollte allerdings nicht mehr. Unverständliches Biest. Plötzliche Gefühlsschwankungen müssen daran schuld sein. Und eine Ratian-Schuppe. Naja, okay. Gibt's Besseres. Gehen wir mal, während unsere zwei wackeren Recken sich zur Ratian aufmachen, weiter zu den Renoplos. Remopras. Ist doch alles dasselbe. Er hat einen Windschlag rausgeholt. Ich würde sagen, die zwei schaffen das schon. Oh, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die zwei das schaffen. Denn zwei Mann mit High Equip gegen Low Rank Ratian. Ich brauche die scheiß Mopra Lederhaut. Seht ihr, und da ist Ratian tot. Sag ich doch. Wir hätten auch die 2 Sekunden noch warten können. Ey, nicht nett. Ich habe gesagt, ich kick dich in der Lobby, nicht du mich. Muss man auf die richtige Wortwahl und Reihenfolge achten. Oh, scheiße. Kann ich eigentlich auch mit der Insektenklave irgendwie wegschleudern? Irgendwie muss das doch gehen. So, der Angriff könnte umhauen. Der hier vielleicht auch. Aber irgendwie ist das halt auch bloß ein Stab. Bei dem kann ich mir nicht ganz so vorstellen, dass der wirklich... Ah, er kann umstoßen. Ich kann jemanden mit meinem großen Stab umstoßen. Ah, ja. Mit ordentlichem Zustecher wird das was. Alter, wenn so ein Großschwert so ein Backheap macht, sieht das voll aus, als wenn der Typ in der ersten Hand einfach umfallen würde. Lass mich doch in Ruhe. Nimm nur einfach eine Heilwaffe wie ich. Mach dich, glaube ich, nicht beliebt gerade. Ich bin generell nicht beliebt. Nö. Mach dich ja noch unbeliebter. Ist mir egal. Egal. Ey, ich habe eine Platte bekommen. Easy. Gecallt. Zwar woanders, aber trotzdem. Platte ist Platte. Vielen Dank an die zwei Jäger, die sich kurz abgespaltet haben, um die Ratian zu jagen, nur damit ich meine Platte bekommen kann. Spielfortschritt wird gespeichert. Wunderschönst. Oh. Nice. Wisst ihr, was nicht ganz so nice ist? Ich hatte ja gestern den Pokémon-Stream, die 2 Stunden, und Crowdon hatte ich... Okay. Nochmal danke fürs Mitjagen. Und nicht so viel danke fürs Unbeliebt machen. Ich habe ja gestern den Pokémon-Stream gehabt, 2 Stunden lang, und habe vorhin versucht hochzuladen von Twitch. Und der wurde, Achtung, neuer Rekord, weltweit gesperrt. Ohne Ausnahme, überall, einfach bloß, nope, fuck you, you can't use this shit.
Wisst ihr auch wieso? Warum der weltweit gesperrt wurde? Wegen der Scheiß-Animation von der Evoli-Ulti. Ohne Scheiß! Das Evoli-Ding ist weltweit auf YouTube verboten. Der Evoli-Z-Move. Heißt, immer wenn ich jetzt gegen irgendeinen von euch spiele und er sein Evoli rausholt und sich denkt, boah, jetzt fick ich sie nur, weil er gegen diese grandiose Taktik nichts ausrichten kann, kann das auf YouTube nicht erscheinen. Gut, ich hab's jetzt runtergeladen, schneide es neu und schneide das Teil halt raus und mach nochmal eine Nachricht da rein. Hier sollte eigentlich die Evoli-Z-Move rauskommen, aber leider geht das nicht. Und, es war halt auch so geil. Ich gucke das Video an, weltweit gesperrt. Was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Unsinn angerichtet? Und ich weiß halt, dass ziemlich viele Z-Moves halt wirklich gesperrt sind. In verschiedenen Ländern, teilweise halt auch allen. Aber Evoli einfach so, Strike, komplett raus. Ah, okay. Von mir aus. So, auch von mir aus ziehen wir jetzt diese wunderbar grandiose, geile Rüstung an. Ah. Ich bin Batman. Bin anwesend. Wunderschön, grandios. Nix aus Wixos, schlaf trotzdem gut. Wie gesagt, nix aus Wixos heute. Also ab sofort jedes Stream Evoli Z-Move. Ja, genau. Genau das dachte ich mir, als das kommen wird. So, apropos. Wir haben einen Platz frei. Nix aus Wixos ist rausgegangen. Boah. Der Master 66, willkommen im Stream. Die Versammlungs-ID ist immer noch die 660567467837 und die 59 hinten dran. Passwort 4321. Wer gerne mit dabei sein kann, hat jetzt die Chance, den Stream zu pausieren. Jetzt nicht mehr. Gut, du könntest noch pausieren. Ja, das geht durchaus, aber bringt dir halt leider nicht mehr viel, was das angeht. In der Zeit. Kurzer Aufstieg meiner Rüstung, weil wenn wir jetzt schon mal eine geile, große, starke Rüstung haben, dann machen wir die noch geiler, größer und stärker. Man sollte nämlich immer weiter an seinen Stärken arbeiten, damit sie seine Schwächen irgendwann ausgleichen können. Und deswegen machen wir es kurz so stark wie irgend möglich. Und dann hoffe ich ganz stark, dass ich jetzt nicht mehr so viel Schaden kriege mit meiner Batman-Rüstung. Und wir zeigen nochmal kurz die Versammlungshallen-ID für alle, die es verpasst haben. Ich bin ja kein Unmensch, auch wenn ich unmenschlich gut spielen werde. In meinen Träumen. Und da stehen die zwei stillen Jäger wieder für mich bereit. Jetzt können wir guten Wissens, guter Freude die nächsten High-Rank-Quests machen. Was? Edo, das Kopfschmerzen werden? Nein. Jetzt wirklich die Zeltas-Romanze? Ja. Irgendwann müssen wir sie machen. Heute haben wir nicht viel gemacht. Heute machen wir was anderes. Wir machen... Es gibt keine geilen Quests, wisst ihr das? Oh, guck mal, Dämonjo-Schwanz. Es gibt keine anderen geilen Quests auf diesem niedrigen Level. Aber hier, den haben wir da nicht mehr gemacht. Wir machen den Tetsu Krabora Kopfgeld. Da kann ich gleich bei der Waffe bleiben. Ist gar nicht so schlecht. Und was ist los, Master mit Bra? Bruce Willis, what's wrong? Okay, wir zeigen mal kurz die Langzeit-ID. So lange sollte es passen. Der dritte Versuch. Könnt ihr auch einfach abtippen und in den Chat schreiben. Das wäre vielleicht viel einfacher. 660567 und dann einfach kopieren, wenn es wieder sein muss. 46783 7 und wie immer gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich esse nochmal schnell. Für den Fall der Fälle. Wie gesagt, ist jetzt High Rank. Ich habe zwar jetzt die Rüstung der OP-Igkeit. Ich kann eigentlich gar nicht mehr sterben, aber ich kenne mich. Sachen, die idiotensicher sind, werden von mir trotzdem verkackt. Denn ich bin ja kein Idiot. Und dementsprechend gehe ich mal lieber vorsichtshalber sicherer an die Sache ran. Und hole mir ein bisschen mehr Temperament. Jetzt zu Krabora brauche ich eigentlich kein weiteres Item. Wir warten nochmal ein paar Sekündchen. So, 3, 2, 1... Und das Paar Sekündchen hat gerade seine Hochzeit vollzogen. Denn sie war schwanger und es sollte kein Bastard werden, denn der weiß ja bekanntlich nichts, wenn er John heißt. Naja, jeder vermisse ich tatsächlich meinen G-Kram. Okay. Und dementsprechend durften die Hochzeitsglocken jetzt läuten.
Hochzeitsläuten jetzt Glocken, alles klar. Man merkt, dass ich schon 3 Stunden aufnehme, wo ich tatsächlich heute nichts anderes aufgenommen habe. Dafür, da ich euch ja gerne auf dem Laufenden halte, auch wenn es keinen interessiert, kam ich mit meiner Ferienplanung weiter. Tatsächlich, außer Kingdom Hearts war ich heute auch noch wirklich produktiv. Oh, guck mal, Kinderkäfer. Ich habe Monster Hunter gespielt. Aha. Und meinen Bachelor angeschrieben. Also meinen Professor vom Bachelor, den ich mir da ausgesucht habe für die Bachelorarbeit. Also mal fertig und festzuhalten. Und es gab keinen Killerkäfer, das war ja wohl klar. Und, the fuck war das? Habe ich den Tetsu Kabora bis hierhin gehört? Aber so eine tiefe Stimme hat er doch nicht, oder? Christian! Woo! Willkommen in der Versammlungshalle! Wir werden uns beeilen, ihn zu töten. Also nicht dich, sondern das Monster. Damit du schnell mitkämpfen kannst. So, und ich habe ja sogar auf dich gewartet. Zwar nur kurz, aber ich habe gewartet. Und wie gesagt, ich habe den angeschrieben. Und der wollte mir seit 3 Monaten, wollte er daran denken, mir Material zu meinem Thema zu schicken. Und dran gedacht hat er, jedes Mal, wenn wir uns auf dem, Flur getroffen haben, irgendwas geändert, hat er nicht. Geschickt bekommen habe ich absolut gar nichts. Und deswegen habe ich heute nochmal angeschrieben, so hier, Junge, wann denkst du mal daran? Also gut, dran denken machst du, aber wann machst du auch mal möglich was? Und halt ein bisschen lieber formuliert, so ich habe jetzt Lust und Zeit, mich der Bachelorarbeit zu widmen. Also sagen sie mal, können sie mir wieder was schicken? Und dann meint er, jo, mache ich gleich. So ein paar Sekunden später. Problem ist, jetzt muss ich mich wirklich um meine scheiß Bachelorarbeit kümmern, weil ich jetzt tatsächlich Sachen zum Durchlesen habe. Die sind natürlich auf Englisch, was mich erstmal ein bisschen abgeschreckt hat. Ich habe noch kein Wort gelesen, außer die Überschriften. Die zu verstehen war schon, ne, harter Tobak. Und jetzt muss ich tatsächlich was für die Bachelorarbeit machen. Ich dachte mir auch so, fuck, warum kann ich einfach meine Fresse halten? Ich war mir sicher, dass er mir schreibt, jo, mach ich gleich und es dann wieder vergisst. Aber nein! Der hat tatsächlich daran gedacht. Scheiße. Aber hey, na dann. Jetzt darf ich wenigstens weiter an meiner Bachelorarbeit arbeiten oder überhaupt anfangen daran zu arbeiten. Hab ein recht cooles Thema, wobei ich noch überhaupt nicht weiß, wie das funktionieren wird. Ich habe nämlich Freischwimmer als Thema. Das sind, ein totes Hauptziel. Es ging verdammt schnell. Das, obwohl keiner G-Rank-Zeug dabei hat. Okay, es war ein Tetsu Kabora, aber trotzdem. Das würde ein bisschen länger dauern. So, und wie gesagt, ich habe jetzt Thema Freischwimmen. Oh, nichts so viel, sonst traurig. Das tut mir leid. Ah, und das Bra ging an Zarok. Gut zu wissen. Ich bin nicht dein Bra. Jetzt bin ich traurig. Scheiße. Wie gesagt, ich habe jetzt Thema Freischwimmer. Das sind kleine Partikel, die mit Gold besetzt sind. Rundum so kleine Goldpartikelchen. Und also du hast so eine kleine Kugel, Goldpartikelchen da ringsrum. Und die legst du ins Wasser rein. Und dann kannst du, wenn du mit einem Laser auf diese Goldpartikel, auf das Teilchen, diese Freischwimmer, Partikel mit Gold ringsrum, nein, Kugel mit Goldpartikeln ringsrum, so rum, wenn du darauf einen Laserstrahl abfeuerst, so einen kleinen Laser, absorbiert das Gold das Licht, wird dadurch warm, gibt seine Wärme an das Wasser ab. Und wenn du eine warme Stelle im Wasser hast, fließt das Wasser davon ja weg. Weil es sich aufteilt, hat eine eigentlich größere, hat eine andere Dichte. Eine kleinere Dichte, theoretisch. Sonst würde es nicht funktionieren. Oder so, keine Ahnung. Ich muss mich ja noch durchlesen, hat eine andere Dichte. Fängt auf jeden Fall, weil es wärmer an ist, sich mehr zu bewegen, fließt auseinander. Und fließt so gesehen von deinem Ding weg und durch diesen Rückstoß, den letztendlich durch Wärme austauscht hast, keine Ahnung, ich habe es noch nicht durchgelesen, durch die Bewegung des Wassers kommst du halt letzten Endes dazu, dass dein Goldkügelchen durch das Licht, was du da drauf schießt, sich bewegt in dieser Flüssigkeit. Nicht zwangsweise Wasser, in der Flüssigkeit. Theoretisch da, wo du hinschießt, müsste es ja hingehen. Weißt du, die geringere Dichte hat, dann müsste es hinfließen und um das Gold dorthin drücken. Aber in dem Bild wurde es immer abgestoßen. Egal, ich muss mir noch durchlesen. Grundsätzlich schießt Laser auf eine kleine Kugel, die mit Gold besetzt ist. Deswegen bewegt sie sich im Wasser. Und dort wurde dann halt sowas rein
programmiert oder rein implementiert, das ganze Ding, wie Schwarmintelligenz. In dem gesagt wurde, okay, du bewegst dich, allerdings gehst du nicht zu weit von deinem nächsten Nachbarn weg und du kollidierst mit niemandem. Weil wenn so ein Vogelschwarm, wenn sich so zwei Vögel treffen, hast du zwei Vögel weniger im Schwarm. Ist ungünstig. Geht auch für Fischschwärme. Und um das zu simulieren, hat man das so gemacht. Und ey, Christian ist wieder draußen. Christian! Komm zurück! Hier ist die Versammlungshallen-ID, du darfst beitreten. In der Zeit nehmen wir schon mal die Quest an. Und das wird untersucht. Und anstatt dass halt einfach sich Kreise bilden oder so, was bei einer Kugel, drei Kugeln und vier Kugeln auch noch passiert, so halbwegs, wenn du zum Beispiel 12 Kugeln hast, bildet sich ein Viereck. Hast du drei jeweils an der Ecke. Und bisher weiß man halt noch nicht wirklich, wieso. Weil eigentlich Kreis, jeder gleicher Abstand, super. Passiert aber nicht. Und das wird dabei untersucht. Nicht direkt in meiner Bachelorarbeit, aber meine Bachelorarbeit wird da irgendein Nebenthema haben. Und da freue ich mich tatsächlich schon drauf, aber es ist halt harter Tobak, sich da erstmal einzulesen, weil ich halt noch in keiner Vorlesung irgendetwas dazu hatte. Warum machen wir gerade Tetsukabora nochmal? Das ist eigentlich doof. Auch wenn Zarok das Quest jetzt schon angenommen hat. Wir wollen ein bisschen Abwechslung hier reinbringen mit vielleicht nicht einer anderen Waffe. Das dauert zu lange, bis ich Waffe gewechselt habe, ist das Monster schon tot. Wir machen Kekawecker, der kam heute auch noch gar nicht. Alles klar, Kommunikationsaufbau. Und Ryuku hat nochmal einen Gourmet-Gutschein benutzt. Grandios. Zarok, der Streber. Er würde ja gerne helfen, aber soll ja nicht. Du sollst bloß eine andere Waffe nehmen. Erzähl uns doch mal komplett zu. So, wir nehmen den Arzt noch mit. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Und Streber lernt den ganzen Tag. Bist das komplette Gegenteil. Also okay. I fear you. Also bist du dumm. Ne, aber warte, ist das eine Fangquest? Fange ein Kekawecker. Leute, nicht vergessen, ganz wichtig, wir dürfen die Quest nicht verkacken. Wir müssen unsere Ehre als Jäger oben halten. Fangquest. Und jetzt fangt mir ja nicht damit an, oh, wir könnten auch ruhig töten. Nee, das ist ausgeschlossen. So, die Dinger lege ich mal ganz kurz ab und mache mir nochmal schnell einen Schluck auf, wunderbar. Und eine Schockfalle, die wird mir hier auch noch äußerst behilflich sein. So, bin dabei, ich hoffe, ihr habt auch daran gedacht, Fangzeug mitzunehmen, wäre sonst doof. Sagt der dumm ohne 2M schreibt. Get wrecked. Ja gut, dafür schreibe ich nämlich auch mit H, weil nur dann reimt sich's auf dämlich. Muss ich auch alles ausgleichen. Übrigens hat Rechtschreibung nichts unbedingt mit Schlauheit zu tun. Also ich habe Kekawecker gefunden. Ich habe Rechtschreibung auch eine 6. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich Linkshänder bin und Rechtschreibung deswegen bei mir nicht ganz so funktioniert. Nicht so schön zumindest. So, ich komme mal kurz auf sein Niveau runter. Ist ziemlich tief. Ich weiß, ist eigentlich sogar unterirdisch. Oder unternetzig halt. Unter Günther Netzer. Zum Glück bin ich jetzt wirklich unter ihm. Das symbolisiert das Ganze noch ein Stückchen besser. Ich muss unbedingt meine Insektenklebe noch aufladen. Könntest du kurz hier bleiben? Wieso ist der immer da, wo ich nicht bin? Hasst er mich so sehr? Okay, letztendlich wollte ich nur mit den kleinen süßen Gambrays spielen. Ja, das... Alter, jetzt ist er wieder unten. Das kann doch nicht denn sein Ernst sein. Doch, es kann. Aber es sollte nicht. Und ich bin... drin. Was? Ach, sie haben weiter draufgehauen. Okay, deswegen bin ich umgefallen. Umgefallen, einfach so. Aber hey, Nebenquest erfüllt ist auch nice. Scheiße. Komm schon. Jetzt fliegt er auch noch weg. Also, der Kekawecker. Obwohl meine wunderschönes Insektchen fast getroffen wird. Warum ist es eigentlich, was aus dem Arsch kommt, weiß? Es müsste definitiv braun sein. Junge. Ich meine, das war ja auch der Grund, warum die Nazis immer braune Hosen anhaben. Damit man nicht gesehen hat, wenn sie eingeschissen haben. Gut, der Witz geht andersrum, man fängt mit Napoleon an, dass der rote Hosen hat, damit man nicht gesehen hat, wenn er angegriffen wurde. Und aus einem ähnlichen Grund tragen Nazis halt braune Hosen. Hey, toll, Witz schon kaputt gemacht. Aber trotzdem. Alter, ich treffe kein Rot bei ihm.
Okay, komm, dann gehen wir auf die Gambrace. Dann machen wir das alternative Lernmethoden. Wow. Die ich auch nicht treffe. Oh, die geben auch nur gelb. Okay, dann ignorieren wir es. Wenn du nicht kriegen kannst, was du haben willst, dann gehst du halt ohne was in den Kampf. Vor allem ohne Leben. Das ist ungünstig. Außerdem, ich will bloß gar nicht so viel Schaden machen. Ja, ich halte mich extra zurück, wie ihr seht. Damit er nicht plötzlich tot vor uns liegt. Was, so wie wir den wunderbaren Tetsu Grabora alle gemacht haben, durchaus sein kann. Weil sein Kopf ist nämlich schon kaputt. Und er ist ziemlich... Warte mal. Tetsu Grabora waren 3 Minuten noch was. Gut, hier war es nicht ganz so viel. Aber ich habe nicht so viel Berührungspunkte. Ich kann es nicht zweimal machen, ne? Obwohl, es gab jetzt die Nebensachen, ne? Wir hatten die Nebenbedingungen erledigt. Heißt rein theoretisch. Ja, ich bin so gut! Auch wenn ich meine Falle scheiße gelegt habe, aber ich bin immer noch mit Monster Hunter Feelings besetzt, meine Damen und Herren. Ich weiß, wann das Monster fast tot ist. Nicht wahr, mein Freundchen? Alter, ich dachte, ich stirb jetzt. Gut. Das heißt, ihr dürft die Falle legen, weil ich im Fallenlegen leider nicht so gut bin. Ich kann, habe bloß ein gutes Gespür für die Sache. Ich habe das richtige Gefühl und den geilen Wurfarm. Oh ja, yeah. Nice, Leute. GG Team. Gute Arbeit. Good job, Bros. Und hinten hat noch jemand eine Schockfalte gelegt. Jetzt haben wir wunderbar, wie die Pyramiden in Gibraltar und Asien. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Diese drei Himmelskörper symbolisiert und unsere 3 Schockfallen perfekt richtig aufgestellt. Alter. Der weiß, wie man den Spezialangriff macht. Fire. Shots fired. Zarok, du Heide, ist die Charge Blade nicht gehoned? Alter, habe ich viel bekommen. That's what she said. Alles klar, hat man es mir auch ordentlich reingedrückt. That's what she said. Ey, ich krieg einen großen Sack. That's what he said. Wunderbar. Haben wir das nochmal durchgemacht, nochmal ein kürzestes bekommen. Kekka Wekka taucht jetzt auf vorigen Erkundungen auf. Ganz toll. Yep, Spielfortschritt speichern. Speichervorgang. Und wir schauen nochmal ganz kurz, ob sich alle daran gehalten haben, die große Waffe mitzunehmen. Die G, die Unter G, die High Rank Waffe. Weil das echt verdammt schnell geht. Könnte daran liegen, dass wir so viele Leute sind. Rot sieht gut aus. Und Dezadeus Dekadenz war ja eigentlich auch richtig, ne? Wenn ich mich richtig dran erinnere. Ich habe erstmal die Katze angeguckt. Auch super. Kann sein. Keine Ahnung. Ich kenne die Farben halt wirklich selber nicht. Dafür brauche ich doch Flakes normalerweise. Ist noch high. Man darf, solange sie nur High Rank ist, auch nur High Rank benutzen. Genau. Spielen wir mal gemeinsam Monster Hunter Unite. Das wird schwierig, da Monster Hunter Unite keinen Online-Modus hat. Man kann zwar über X-Link Kai zusammenspielen, das hat bei mir aber noch nie funktioniert. Was äußerst schade ist, aber leider auch nicht zu ändern. So, wir machen heute nur noch eine Quest, weil es heute ja schon so lange ging. Und die eine Quest muss ordentlich sein. Und das heißt, sie muss sich ordentlich reimen. Wir machen den pinken Stinken. Wenn man das nicht konjugiert, klingt es besser. Pinker Stinker. So. Und das heißt, ich muss erstmal mit mehr Leben da auf jeden Fall rangehen. Drachenhaupt und Königstrüffelchen. Lander von der Taum nach einem Sprung aus großer Höhe. Können wir machen, geht in Ordnung. So. Nixos Wixos, du kannst gerne kommen. Kannst auch gerne wieder mitspielen. Allerdings nur, wenn du deine Lektion gelernt hast. Und hier jetzt auch mit einer niedrigen Waffe reinkommst. Also niedrig, wirklich bloß. Ey, Telgo. Ist Telgo einer von euch? Wahrscheinlich The Maisel, ne? Da war er wahrscheinlich schneller, geht in Ordnung. Jäger Rang 4, das sieht so aus wie ich. Mein Gott. Und ein Leidensgenosse mit Leidenskraft ist mit dabei. Telgo, Grüße. Telgo, renn nicht weg. Telgo, Arm drücken. Ich hoffe, du hast es mitbekommen. Ursprüngliche Regel, ich gewinne. Es gibt Ausnahmen, aber wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel. Ich sag dir jetzt schon, du wirst keine davon sein. Ja, sehr schön. Erstmal niedergedrückt, wunderbar. So, dann let's get ready to rumble. Oder willst du Revanche? Natürlich wieder eine Revanche.
will zweimal den Boden küssen. War ein sehr emotionaler Moment. Ganz ehrlich, wenn du den Boden so sehr liebst, unsere Erde, wenn du die Erde, wenn du so sehr in sie verschossen bist, sag mir doch einfach ihre Gefühle. Du brauchst doch gar nicht mich dabei, um dich, oh fuck, hinzulegen und mit ihr zu kuscheln. Fuck it. Da wurde ich zu cocky. Obwohl, eigentlich warst du cocky, weil du bist zuerst hingefallen. Und jetzt gibt er mir keine Revanche. Fuck. Das ist nicht schön. Das ist äußerst unfair. Aber so habe ich es ja auch vorhin gemacht. Weil irgendwann muss man halt einfach anfangen zu kämpfen. So, Pinker Stinker, Koch mit feuchten Augen. Der hat immer feuchte Augen. Es gehört einfach zu seinem Kochsein mit dazu. Er hat wahrscheinlich gerade Zwiebeln geschnitten und hat eigentlich gar nicht geweint. Okay, irgendjemand hat ihn. Ryoku. Alles klar, gehen wir zur Ryoku. Die Kuh weiß, was sie tut. Meistens Milch geben. Und hoffen wir mal, dass sie den Affen nicht an seinen Zitzen saugen lässt. Das wäre nämlich ziemlich eklig. Wie das, wir hier Brust füttern. Breastfeeding. Gibt es überhaupt einen deutschen Begriff für? Ist schon ein bisschen komisch, dass bloß die Monster den Schatten haben und nicht auch das Gitter, wo sie draufstehen. Sieht eigentlich richtig bescheuert aus. Wir das also hier, das Baby zu füttern, Brustfütterei, ist doch ganz natürlich. Ich kann gar nicht verstehen, warum die Leute da so einen Aufriss machen, wenn, ich meine, letzten Endes stärkt das doch auch bloß die Beziehung zwischen mir und meinem Hund. Also wirklich. So, ich würde ganz kurz mein Insektchen zurückrufen. Sehr schön. Nochmal nach vorne schicken. Ja, wir das Falsche bekommen. Oh, er dreht sich aber auch immer so schnell weg. Oh, oder springt halt ins Nichts. Komm, ist mir egal. Sagt er und warf den Kongalala mit seinen bloßen, bösen Worten um. So, und ich hab ihn irgendwo markiert. Deswegen fliegt mein Insekt so komisch. Aber gut, habe ich halt bloß weiß. Weiße Macht muss ausreichen. War in der Geschichte auch schon immer ausreichend vorne. Also, warum nicht auch jetzt? Gut, dass ich keinen Vertrag mit Disney habe und Wall Street nicht böse auf mich ist. So, auf geht's. White Power. Und Rot. Also, Indianer sind auch mit dabei. Half weiß, halb rot. Time for the Dragon Slayer. Das ist kein Drache. Du musst nochmal in die Biologieschule gehen und ein bisschen Rassenlehre unterrichtet werden, Ryoku. Das ist definitiv kein Drache. Das ist eher Rasse Affe. Ein paar Zusammenschnitte hiervon wären echt herrlich. So, back in business. Ich meine, den müssen wir auch nicht fangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Quest war vorhin noch rot. Und deswegen können wir ja auch mit vollster Kraft draufholen. Auch schön, wie sie bereits seine Haare komplett zerböstet und zerfault sind. Selbst essen lassen wir ihn nicht mehr. Ist schon ein bisschen böse, was wir hier machen. Sorry, Zarok, du standst im Weg. Und er ist verwirrt. Wunderbar. Dann let's ride. Oh, verdammt. Falsche Taste. So geht's. Let's ride. Let's jump over this Affe. Klingt doch auch cool. Warum also nicht? So, du gehst nirgendwo hin. Sag ich doch. Nochmal kurz das geile Bild stehlen, weil man selber im Weg steht. Und das Bild stiehlt, also die Spotlight stiehlt. Das habe ich gesucht. Dann ist der Shiny Drop ganz wichtig, brauche ich auch noch. Und allgemein Kongalala-Zeug könnte ich gerade so ein bisschen gebrauchen. Hey, Territorialdung! Zarok, bleib mal ganz ruhig. Telgo freut sich. Wunderbar. Die Kuh steht wieder drumrum auf der Weide. Und Zarok haut sein großes Ding in mich rein. Alles klar. Während ich in meinen kleinen Ding in toten Leichen rumstolpere. Und heiße Candyman. Und er ist hier Rang 860. Alles klar. Huhu. Willkommen, Leberwurst. Willkommen im Stream. Das Würstchen ist mit dabei. Der auch immer jetzt Telgo ist. Aber hey, wahrscheinlich hat er bloß das Passwort geknackt. Das kann ja durchaus sein. Aber war zufällig Jäger Rang 4. Also ist ja alles super. Stehen wir uns gleich mal Ebenbild in Ebenbild gegenüber. Starren uns in die Augen, auch wenn wir weggucken. Seine eher
psychische Verbindung, die uns hier verbindet. Wunderbar. Ich weiß nicht, Alter, wie viel ich hier bekomme. Das ist wunderbar. Mal ganz davon abgesehen, dass meine Nase läuft. Aber sie einzufangen wäre jetzt zu anstrengend. Und ich bin der Teamanführer plus 1. Wenigstens einem gefällt das auf Gmail, G plus, G-Konto, wie auch immer das heißt. Und das war längstes? Meiner war größer. In Unite waren die auf jeden Fall größer. Früher waren selbst die Affen größer. Was tatsächlich durchaus stimmen kann. Wenn man sich mal so King Kong anguckt, diese wunderbare Doku, dann passt das schon ganz gut. Wie geht's? Gut, muss ja. Und selbst? Ja, muss auch. Diese tiefgründigen Gespräche sind einfach auch herzerwärmend unter euch. So, es war zwar gerade eben die letzte Quest, aber da es noch nicht 22 Uhr ist, können wir noch eine letzte Quest machen. Und da würde ich sagen, wir machen... Die hatten wir schon, die hatten wir auch schon nebenbei. Gut, Zeltas hatten wir noch nicht. Machen wir die Zeltas-Romanze. Ha, so romanzig. Und ich schnaube kurz. Also, Leute, Ohren zuhalten oder Headsets absetzen. Von mir aus auch Headsets zuhalten und Ohren absetzen. Das ist auch in Ordnung. Geht zwar nur bei Leuten, die ein Hörgerät haben, aber passt ja trotzdem. So, seid bloß vorsichtig. Sinnen wir doch immer. Das Passwort war zu einfach. Ja, nein, das war das sicherste und längste aller Passwörter. Also es ist, war wirklich idiotensicher. Deswegen du es auch geschafft hast, denn wie es aussieht, bist du kein Idiot. So, wir nehmen nochmal eine Giga-Glückskatze mit, ist auch super. Ja, muss auch schniefen. Ich bin so traurig, dass es eh gleich vorbei sein wird. Und... Ah, stimmt, Tego! Wir können doch mal theoretisch schauen, wer von uns jetzt wirklich der Bessere ist. Easy! Let's get ready to arm drück! Oh yeah! Habe ich dich back in den Track gesendet! Easy, motherfucking peasy. Stolziert der Sino mit seinen Mitjägern, Lakai-Armdrückern zum nächsten Kampf. Auch wenn Telgo nicht mitkommt. Doch, da, sehr schön. Auch wenn er erstmal dran vorbeigerannt ist. Tju, war er zu schnell wie der Flash. Alles klar. Revanche war zu erwarten. Geht in Ordnung. Tell me how's it going? Und es goes gleich zu Boden. Du Goat. Du bist ab jetzt meine Goat. Meine Ziege. Wunderbar. Mit den ganzen... Nice. Ich habe Hörgeräte. Na, siehst du? Wunderbar, habe ich auch mal die Leute mit angesprochen. So, und ich bin erstmal irgendwo im Nichts. Ich hatte Gemüse erst anscheinend noch abgelegt. Und Maisel will Zarok wegholen. Ganz schlecht. Warte noch kurz. Das ist die letzte der letzten Quests. Vielleicht kommt dann auch noch eine, aber grundsätzlich ist es die letzte. Okay, wir müssen jetzt zwei Zeltas machen. Die Zeltas-Kuchen werden wahrscheinlich wieder irgendwo im Backofen backen. Mit Desync werden sie wirklich auch hart rumbacken. Ansonsten... kriegen wir sie vielleicht auch tot, bevor sie verbrannt sind, was ja auch schon mal ein schönes Spielchen wäre. Am besten wäre es, wir finden sie erstmal, bevor sie sich ihre Romanze vertiefen. Apropos Romanze, ich habe ja schon mal über die Zeltas Lebens- und Sexualitätsweise geredet. Schön, dass ein hübsches Mädchen sich über solche kleinen Käfer Gedanken macht. Ich dachte, die wollen immer bloß die großen Fische. Das aktuelle Lieblingsthema der Damen hier sind zwei Zeltas, die um ein Weibchen kämpfen. Als ob das was Neues wäre. Ach ja, das war die. Männer kämpfen schon immer um Frauen. Mich scheint die dabei allerdings nie zu beachten. Und deswegen musst du die Zeltas jetzt töten. Like, say what? Okay. Nur weil sie nicht um dich kämpfen, muss ich die Leute jetzt töten. Geht klar. Nee, da gehe ich lieber auf die Conchos. Denn davon müssen wir in der Nebenquest 10 töten. Sind die rot? Die sind doch sonst braun.
Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas unterstellen will, aber die Roten, die Braunen haben sich scheinbar als Rote getarnt. Ist auch mal eine schöne Alternative, muss man mal so sagen. Aber okay, ich krieg die einfach nicht tot. Der Nachteil von nicht starken Waffen. Die Monster sterben nicht und ich muss 10 töten, während ihr die anderen erledigt. Okay, warte, das sind schon mal 2 1/5 ist getan. Weil hier muss ich erstmal 10 finden. Ich meine, 10 ist so eine verdammt große Zahl. Erstmal sieht sie klein aus. Ich meine, wir haben sogar einen hier im Stream, der hat in seinen Namen bis 10 gezählt. Das ist ja schon mal ein Anzeichen dafür, dass es gar nicht so lang sein kann. Allerdings, wenn du nicht weißt, wo die restlichen 7 sind. Die 7 mit reinsten Herzen, mit denen sich das Kingdom Hearts öffnen wird. Ah, darüber wollte ich vorhin noch reden. Dann ist es etwas schwieriger. So, wie gesagt, wo ich mit der Bachelorarbeit angefangen hatte, wollte ich eigentlich sagen, meine Planung für die Ferien war ja eigentlich Kingdom Hearts durchzuzocken und ich komme gut voran. Game Boy Advance ist jetzt durchgespielt. Kurzes Feedback dazu, da ich es zum ersten Mal durchgespielt habe. Grundsätzlich kam sie auf die äußerst grandiose Idee in diesem Teil, das alte bewährte Kampfsystem zu ändern und stattdessen dort mit Karten zu kämpfen, was erstmal ziemlich abgefahren scheiße klingt und bei den ersten paar Kämpfen auch unglaublich bescheuert ist. Wow, ihr habt den ersten Zeldas tot. Und ich habe noch keine 5 Conchos getötet. Fuck this shit, ich muss mich beeilen. Und das war's halt auch eine ganze Weile. Und was es auch da wieder rausgerissen hat, waren halt irgendwann die coolen Bosskämpfe, die halt ohne das Kampfsystem nicht da gewesen wären. Wo du halt wirklich nachdenken musstest, agieren musstest, überlegt hast, wann kann ich jetzt den Gegner ausstechen, weil du konntest immer dann angreifen, wenn du gestochen hast. Und nur wenn du stichst. Es gab keine Auto-Attacks, du konntest wirklich nur Schaden machen, wenn deine Karte einen höheren Wert hatte als der Gegner. Oder du ihn mit einer 0, was wie eine Trumpfkarte, die immer gestochen wird, aber auch selber alles aussticht, halt K.O. gehauen hast, also gestochen hast. Und ansonsten, du kannst ja theoretisch komplett ohne Schaden da durchkommen. Oder du kriegst richtig hart auf die Fresse. Fuck. Ich habe nicht einen Zeldas gesehen. Ich dachte, ich schaff's wenigstens die 10 Conjos zu töten in der Zeit. Aber nein! Die Scheißviecher sterben nicht schnell genug. Ich habe jetzt noch 60 Sekunden Zeit. War hier noch eins? Glaube nicht. Doch, da hinten ist noch eins rumgekrabbelt. Verdammt. Aber dann müssten theoretisch trotzdem hier 2 Respawns sein. Leute, wenn ihr Conjos seht, macht die mal schnell. Oh fuck, ich hab hier 3. Oh fuck. 60 Sekunden, die Zeit läuft. So, den kurz weggehauen. Ich hätte den nächsten direkt daneben hauen sollen. Dann hätte ich mir den Angriff es vielleicht geschafft von der Zeit her. Und da ist der nächste tot. Komm schon. Die Challenge muss doch machbar sein. Ich höre es noch ungefähr 10 Sekunden. 5. 4, 3, 2, 1. Die sind beide tot, oder? War der vorhin noch nicht tot? Doch, da liegt er noch. Es müssen 10 gewesen sein. Ich muss es geschafft haben. Quest erfüllt. Toll. Mit Nebenquest. Queen Zeldas ist Waifu. Ja, ja, bin eh auf. Also, okay. Wann kommt Overwatch? Hallo? Ja, ich höre dich. Ich habe es gelesen. Hat ein bisschen gedauert. Ich bin übrigens noch nicht fertig mit der Kingdom Hearts Geschichte. Mache ich dann in Unite weiter. Bin jetzt im zweiten Teil und was mich da voll hypt, um das ein bisschen abzuschließen, ist die Doppel-Schwerter. So 2 in jeweils einer Hand. Das ist halt, also insgesamt 2 ist halt so fucking geil. Du siehst das und bist halt so, wow, 2! Und sogar das erste Mal, wenn du das siehst oder wirklich benutzen darfst, sagt dein Gegner, was, 2? Und ich kurz vorher, was, 2? War voll geil. Game Boy Advance-Teil Kingdom Hearts Chain of Memories war auch das Spiel nach dem Spiel geil, weil du dann nochmal mit Riku alles durchspielen konntest, was der zweite Hauptcharakter ist sozusagen. Dort war es noch geiler, weil du ein vorgegebenes Set an Karten hattest und damit spielen musstest und es damit schaffen musstest. Hat für mich den langweiligen Teil der Set-Zusammenstellung rausgenommen, war nochmal viel geiler, ging viel schneller durch. Und hat noch mehr Spaß gemacht tatsächlich, weil du dort dauerhaft die wahre Hintergrundstory und nicht diese langweiligen Welten-Stories gespielt hast.
So, alle, die das Spiel nicht kennen, haben jetzt nicht verstanden, was ich gemeint habe. Ist mir relativ egal, denn alle, die es kennen, haben ihr Feedback verstanden. So. Ich muss mich beeilen, denn das war, wie gesagt, die letzte Quest. Wir haben sogar 6 Minuten zu viel gemacht. Tut mir leid für alle, die morgen am Samstag Schule haben. Overwatch, nochmal kurz angesprochen, kommt nächste Woche auf jeden Fall. Wann, sage ich nochmal in dem Ankündigungsvideo, was ich morgen höchstwahrscheinlich raushauen werde. Vielleicht auch erst übermorgen. Weil ich morgen relativ viel zu tun habe. Kommt aber, also was nächste Woche auf jeden Fall kommt, ist Super Smash Bros. Das wurde sich gewünscht und Overwatch. Und natürlich Monster Hunter. Und dann wahrscheinlich nochmal Pokémon. Und damit haben wir 4 Streams für 4 Tage. Passt. So, und damit... welches Spiel streamst du öfter? Tri-Ultimate oder 4-Ultimate? Fragt Fight Hunter. Grundsätzlich 4-Ultimate, weil Tri-Ultimate streame ich nicht mehr, weil ich damit so gut wie durch bin. Nebenquests kannst du nach dem Erfüllen der Hauptquest nicht mehr beenden. Fuck this shit. Und vor Ultimate ist es 22.09. Das ist auch der Grund, warum ich immer zu spät streame und zu spät anfange mit Streamen, weil meine Uhrzeit da unten einfach falsch ist. Es geht immer zur falschen Zeit hoch. Schlägt immer zur falschen Zeit aus. So ist es halt. So, also ich habe da unten wirklich eine Uhrzeit stehen. 22.07 steht da jetzt. So, nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich spiele vor Ultimate auf meinem 3DS, wo ich die ganze Zeit die Kamera gehalten habe, der aussieht wie eine OP. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen, adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.